Kerstin Bahn, der einen Vortrag auf die Sommerakademie zu übernehmen eingelegt hat. Ich glaube, ich brauche nicht groß vorzustellen. Für diejenigen, die als Gäste bei uns sind, jetzt sehr viele Jahre Generalprober der Priesterwirtschaft von Kirsten gewesen, in dieser Aufgabe dann Nachfolger von Erzbischof Marcel Lefebvre. Und seit jetzt nur wiederum vielen Jahren ist er erster Assistent des Generalprober, der uns ja heute auch mit seinem Besuch beehren wird, während unser erstes Vortrags irgendwann hier eintreffen wird. Herr von Schildberger hat selbst eine ganze Reihe von Schriften verfasst, kleinen Schriften, wichtigen Schriften, zum Beispiel zum dritten Geheimnis von Fatima, eine kleine Schrift zum Irrtümer des Zweiten Vatikanischen Konzils. Ich kann das alles nur sehr warm empfehlen. Das befindet sich auch in den Schriftständen. Ich nehme an, dass wir das eine oder andere hier auch noch besorgen könnten. Wir säßen hier alle nicht, wenn er nicht irgendwann einmal, bereits in den späten 80er Jahren, sehr deutlich auf meine Frau und mich hingewirkt hätte, sie müssen was machen. Sie müssen etwas tun für die jungen Studierenden, für die Akademiker und sie müssen versuchen irgendwie, dass da Veranstaltungen organisiert werden, dass die Leute zusammengeführt werden, dass sie im Raum bewiesen werden. Und dann war das tatsächlich Anfang der 90er Jahre möglich. Herr Schmidtberger hat immer also mit größtem Engagement unsere Arbeit unterstützt und was uns immer sehr gefreut hat. Wir haben durch die Priesterbruderschaft nicht nur die Hilfe erfahren, sondern wir haben eigentlich auch diese Dinge sehr selbstständig, natürlich unter der geistlichen Führung der Priester leiten dürfen. Dafür wollen wir also auch an dieser Stelle mal ganz herzlich danken, das ist nicht selbstverständlich, man hat großes Vertrauen. Herr Schmidberg hat einen Vortrag für uns vorbereitet über die Frage, welchen Einfluss die Protestanten auf das Zweite Vatikanum haben. Ich darf Sie bitten, zu uns zu sprechen. Ich wollte an allererster Stelle unsere jungen Freunde aus Weißrussland begrüßen. Mi ochim radi, was vidits des. Das Thema unseres Vortrages lautet also das Konzil und die Protestanten. Wobei mein Vortrag gegliedert ist in vier Teile. Zunächst einmal soll dargestellt werden die protestantisch-katholische Differenz. Gestern Abend ist von Herrn Monsignore Lange bereits einiges zu der persönlichen Haltung Luthers in Bezug auf die katholische Kirche gesagt worden, Ausführungen. Wir werden sehen, dass das nicht nur Zornesausbrüche waren, sondern theologisch begründete Positionen, die aus einem kohärenten System herausfließen. Zweitens werden wir sehen, die Rolle des Einheitssekretariates, insbesondere die Rolle Kardinal Beas bei der Vorbereitung und beim Verlauf des Konzils. Drittens wollen wir einen Blick werfen auf den Verlauf des Konzils und viertens werden wir einige Konzilsdokumente untersuchen in Bezug auf diese Einflüsse des Protestantismus. Also ein sehr reichhaltiges Programm, das Ihre ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen wird. Zunächst einmal die katholisch-protestantische Differenz. Um diese Differenz zu verstehen, muss man Luthers Begriff von der Erbsünde und der Rechtfertigung näher betrachten. Für den deutschen Reformator hat die Sünde unserer Stammeltern die menschliche Natur nicht nur schwer verletzt, sondern von Grund auf zerstört. Eine sittliche Freiheit gibt es für ihn nicht mehr. Daraus folgt der Rechtfertigungsbegriff Luthers. Die Gnade durchdringt nicht die Natur, heilt und heiligt sie, sodass der äußeren Rechtfertigung vor Gott die innere Rechtfertigung genau entspräche. Vielmehr kann die Gnade in der zerstörten menschlichen Natur überhaupt nicht greifen. Sie findet kein Arbeitsfeld. Gott begleitet so den Sünder äußerlich mit den Verdiensten Christi wie mit einem Mantel und erklärt ihn äußerlich als gerecht, währenddessen der Mensch innerlich ein Sünder bleibt. Und deshalb ist im Protestantismus diese Aussage, der Mensch ist Heiliger und Sünder zugleich, durchaus verständlich. Daraus folgen wiederum logisch die vier Soli Luthers, als eine, die miteinander eng verknüpft sind. Erstens, sola gratia, allein die Gnade.
Allein die Gnade, sagt Luther, bewirkt und vollbringt das Werk unserer Rechtfertigung. Allein. Der Mensch kann nichts dazu beitragen, denn die sittliche Freiheit fehlt und somit ist jede eigene Anstrengung müßig, ja sogar vermessen. Calvin zieht daraus die letzte Konsequenz und sagt Folgendes: Wenn die Rechtfertigung des Menschen allein das Werk Gottes ist, dann hat der Mensch auch keinen Einfluss auf sein ewiges Heil. Dann ist es nicht aufgrund des Vorherwissens, sondern aufgrund des Vorherwollens Gottes, dass er zum Himmel oder zur Hölle bestimmt ist. Mit dem Ausfall der persönlichen sittlichen Anstrengung fällt notwendigerweise auch die Realität, ja sogar die Möglichkeit eines Sühneopfers, das seinerseits sakramentale Erneuerung des Kreuzesopfers ist, andererseits aber auch Opfer der Kirche, ihres Weihepriestertums. Mit diesem sakramentalen Opfer des Weihepriestertums eint sich das persönliche Opfer eines jeden Gliedes des mystischen Leibes. Alles das hat im Protestantismus keinen Platz mehr. Für Luther ist folglich die Eucharistie bloßes Gedächtnis des Leidens und Sterbens Christi, allenfalls noch Lob- und Dankopfer. Ein Sühnopfer muss ihm gemäß seines Rechtfertigungsbegriffes wie ein Angriff auf die Gnade Gottes erscheinen, auf den rechtfertigen Gott selbst. Darum lehnt er dieses ab als einen entsetzlichen Götzendienst. Aber auch der Begriff des Heiligen entfällt nach Luthers Rechtfertigungsbegriff. Es gibt den Heiligen im Protestantismus nicht nur de facto nicht. Es kann ihn überhaupt nicht geben, weil gemäß seinem Prinzip die menschliche Natur unheilbar ist, also der Mensch nicht umgewandelt und geheiligt werden kann. Zweitens, sola fide, allein durch den Glauben. Ist der Mensch zur sittlichen Anstrengung unfähig, so muss allein durch den Anspruch der menschlichen Mitarbeit im Geheimnis des Heiles, so muss dieser Anspruch als Vermessenheit erscheinen. Dann erscheint uns der Ausspruch des Reformators, der Gerechte sündigt in jedem guten Werk, als logisch und verständlich. Und auch jene andere, sündige tapfer, aber glaube noch stärker. Nicht Fasten, Abtötung, Gebet, Tränen, Almosen geben, innere Selbstentkleidung, Wallfahrten und Ordensleben tragen zur Rechtfertigung bei, sondern allein der Glaube. Und dieser verstanden nicht als unterwürfige Annahme der Offenbarung Gottes, sondern als persönliches Vertrauen in die Verdienste Christi. Drittens, solus Deus, Gott allein. In diesem persönlichen Fiduzialglauben in die Verdienste Christi und sein ausschließliches Mittleramt schenkt Gott dem Menschen das Heil direkt. Die Kirche, ihr Priestertum, ihre Hierarchie ist nicht mit Christus und in Abhängigkeit von ihm Heilsvermittlerin, sondern allein Gemeinschaft der Gläubigen, Volk Gottes. Ebenso entfällt die Fürsprache der Heiligen, insbesondere die Mittlerrolle Mariens. Da der Protestantismus das Prinzip der Analogia Intis verwirft, ist ein Mittleramt in Abhängigkeit vom Mittleramt Christi undenkbar. Ist der Mensch unfähig, mit der Gnade Gottes am eigenen Heil mitzuarbeiten, wie könnte er dann fähig sein, am Heil des Nächsten mitzuarbeiten? Maria wird zu einem willenlosen Werkzeug im Hervorbringen des Gottmenschen. Ihr eine hervorragende Rolle in der Heilsökonomie zuzuschreiben, wäre demgemäß falsch. Jede Heiligkeit als geschaffener Abglanz der Heiligkeit Gottes ist dem Protestantismus fremd. Viertens, sola scriptura. Da Gott das Heil direkt schenkt, ohne sich einer causa secundaria, einer Zweitursache, konkret hier der Kirche und ihrer Hierarchie des Priestertums zu bedienen, so kann als einzige Quelle der Offenbarung auch nur die Heilige Schrift bestehen. Christus hat nicht nur de facto kein Lehramt eingesetzt. Ein solches ist vom protestantischen Ansatz her unmöglich. Und damit ist die Bezeichnung des Papstes als Antichrist durch Luther nicht so sehr ein Zornausbruch des Reformators, sondern theologischer Lehrgehalt des Protestantismus. Kardinal Ratzinger selbst hat in seinem Buch Kirche, Ökumenismus und Politik ein Wort Luthers zitiert, welches dessen Verwerfung der Kirche und ihres Lehramtes deutlich zum Ausdruck bringt. Aus Anlass des Konzils von Trient schreibt er, Luther:
Man soll den Papst, die Kardinäle und alles Gesindel seiner Abgötterei und päpstlichen Heiligkeit nehmen und ihnen als Gotteslästerern die Zunge hinten am Hals herausreißen und der Reihe nach an den Galgen annageln. Danach ließe man sie ein Konzilium oder wie sie wollen halten am Galgen oder in der Hölle unter den Teufeln. Das ist der Ausspruch Luthers. Und wer garantiert die Authentizität der Heiligen Schrift? Wer legt sie aus? Der Heilige Geist selbst, der jeden Gläubigen direkt erleuchtet. Falls also ein protestantischer Einfluss auf das Konzil dinghaft gemacht werden kann, so läuft dieser ohne Zweifel auf folgende Orientierungen und Forderungen hinaus. Erstens, Struktur der Kirche. Das Lehramt ist umzugestalten in einen Dienst der Liebe. Weiter, die Hierarchie hat der Demokratisierung der Kirche zu weichen. Wir alle sind Volk Gottes. Weiter, das Weihepriestertum geht auf im allgemeinen Priestertum der Laien. Zweitens, Glaube und Glaubensinhalte, philosophische Axiome. Die Kirche und die Heiligen, insbesondere die allerseligste Jungfrau, haben zurückzutreten und einer falsch verstandenen Christozentrik Platz zu machen. Der Absolutheitsanspruch der Kirche als Alleinseligmachende ist zu ersetzen durch die Vielfalt der Bekenntnisse und Glaubensformen. Das Lehramt wird ersetzt durch die Arbeit der Theologen, insbesondere der liberalen Exegese mit ihrer Formgeschichte. Eine nicht explizit in der Heiligen Schrift begründete Tradition kann es nicht geben. Das Glaubensgesetz ist zu ersetzen durch das freie Gewissen. Insbesondere ist der katholische Staat als Idee aufzugeben, da er dem freien Gewissen widerspricht. Darum die Forderung der Religionsfreiheit. Die objektive Ordnung weicht dem Subjektivismus und Individualismus. Siehe das Buch von Hacker, Das Ich bei Luther. Das Bonum Commune der Verwirklichung der Person spricht dem Personalismus. Die Kirche hat jegliche zeitliche Macht und Herrschaft aufzugeben, insbesondere auch den katholischen Staat als Faktum, da er die Ausbreitung des Protestantismus verhindert. Die Verbindung von Natur und Gnade kann nicht aufrechterhalten werden. Darum Zuwendung zum Fideismus eines Karl Barth auf der einen Seite oder zum Naturalismus und Rationalismus eines Bultmann mit der Laisierung der Gesellschaft auf der anderen Seite. Abkehr von der Romanität, unter anderem ausgedrückt in der lateinischen Sprache, noch mehr im römischen Papst mit seiner Kurie. Drittes Prinzip, wo der Protestantismus fordernd auftritt, der Kult. Abkehr zur einfachen Form des Gottesdienstes, abgehen vom sogenannten Triumphalismus. Hervorheben des Wortes und der Eucharistie als Mahl, Zurückdrängen des Opfers. Die Liturgie ist nicht Kult, sondern vor allem Unterweisung, Predigt, Predigt und Lied. Daneben ist sie die Sache der Gemeinde, nicht eines Weihepriestertums. Also, wenn der Einfluss des Protestantismus dinghaft gemacht werden kann auf dem Konzil, dann werden diese Axiome sicher eine Geltung haben. Tatsächlich waren die Protestanten auf dem Zweiten Vatikanum anwesend, und zwar in zweifacher Weise. Zunächst einmal als Beobachter, eingeladen vom Sekretariat für die Einheit der Christen. Sodann durch jene liberalen Konzilsväter und Theologen, also indirekt, die sich seit Jahren den protestantischen Ideen angeglichen hatten und jetzt mehr als Ankläger der eigenen Kirche, als Vertreter des Protestantismus auftraten, denn als Verteidiger der eigenen Sache, ihrer Lehre, ihres Kultes und ihrer Ehre. Zweiter Abschnitt, die protestantischen Beobachter, Kanal Bea und das Einheitssekretariat. Am 13. September 1868 lud Papst Pius IX. Alle Protestanten und alle anderen Nicht-Katholiken ein, die Gelegenheit des ökumenischen Konzils, sprich des Ersten Vatikanums natürlich, die Gelegenheit des ökumenischen Konzils zu benutzen, um zur katholischen Kirche zurückzukehren. Er forderte sie auf, sich zu bemühen, sich von ihrem Zustand zu befreien,
indem sie ihrer eigenen Rettung nicht sicher sein könnten. Dieser Brief erwies sich als anstoßregend und erreichte sehr wenig. Die Fehlschläge des Ersten Vatikanischen Konzils bei der Beförderung der christlichen Einheit hingen wie eine ominöse Wolke über dem Zweiten Vatikanum. Doch Papst Johannes der 23. in seinem Optimismus schien sie zu ignorieren. Als er die Welt über seine Absicht der Einberufung eines ökumenischen Konzils informierte, sprach er alsbald von einer erneuerten Einladung an die Gläubigen der getrennten Kirchen, uns in Freundschaft bei der Suche nach Einheit und Gnade zu folgen, die so viele Seelen in allen Teilen der Welt ersehnen. Wörtliches Zitat. Und unter den zahlreichen Kommissionen und Sekretariaten, die er am 5. Juni 1960 für die unmittelbare Vorbereitungsarbeit errichtete, war das Sekretariat zur Beförderung der Einheit der Christen. Sein Vorhaben war, Verbindung mit der orthodoxen, altkatholischen, anglikanischen Kirche und den protestantischen Kirchen herzustellen und sie alle aufzufordern, offizielle Repräsentanten zum Konzil zu entsenden. Wenn ich in Bezug auf die Protestanten, Altkatholiken und Anglikaner von Kirchen spreche, dann eben in der Sprache jener Leute, nicht wahr? Also es ist klar, dass wir diese Auffassung in keiner Weise teilen. Das religiöse Klima in der Welt Papst Johannes des 23. war sehr verschieden von dem in den Tagen Pius des 9. In den dazwischenliegenden Jahren hatte die ökumenische Bewegung entstanden im hoffnungslos zersplitterten Protestantismus auch katholische Geister erfasst und war ins Innere der Kirche eingedrungen. Papst Pius der 11. warnte eindrücklich in der Enzyklika Mortalium Animus vor diesen Panchristen und diesem Panchristentum, das zur religiösen Indifferenz und schließlich zum Aufgeben des ganzen Glaubens, also zum Atheismus und zur Apostasie führe, so der Papst. Insbesondere verwarf er als verwegene Idee, der Papst selber solle sich an die Spitze einer solchen ökumenischen Bewegung stellen. Doch die ökumenische Bewegung, gefördert durch die biblischen Forschungen, welche protestantische, anglikanische, orthodoxe und katholische Gelehrte zusammenführte, gefördert auch durch das zum Teil gemeinsame Verteidigen der christlichen Religion gegen den Nationalsozialismus, entwickelte eine gewisse Eigendynamik, insbesondere in Deutschland, Frankreich und Holland, und hier wiederum insbesondere bei Mitgliedern des Jesuiten- und Dominikanerordens. Folglich sah man in der umfangreichen Instruktion über die ökumenische Bewegung des Heiligen Offiziums vom 20. Dezember 1949 weniger die Sorge und Warnung des Heiligen Stuhles wegen der Gefahren, welche den Gläubigen aus den Tätigkeiten dieser Bewegung als so leicht erstehen könnten, als vielmehr eine Ermutigung und sogar einen zusätzlichen Antrieb. Der Heilige Stuhl warnt also, diese Herrschaften nehmen das eher als eine Ermutigung, auf dem Weg des Ökumenismus fortzuschreiten. Papst Johannes der 23. ernannte den deutschen Jesuiten und Bibelwissenschaftler Augustin Kardinal Beer zum Präsidenten dieses Sekretariats. Monsignor Jan Willebrands zum Sekretär. Letzter hatte als Philosophieprofessor in Roermond bereits 1951 die katholische Konferenz für ökumenische Fragen ins Leben gerufen. Aus den Reihen der Teilnehmer dieser Konferenz hat das Einheitssekretariat in der Folge viele seiner Mitglieder und Berater berufen. Auf seiner ersten Plenarsitzung am 14. und 15. November 1960 werden die verschiedenen Sachprobleme und Themen gesichtet, die anfallenden Aufgaben zur Bearbeitung unter die beratenden Mitglieder verteilt. In kleinen Gruppen von 3 oder 4 Personen werden dann die ersten Entwürfe zu den verschiedenen Sachproblemen vorbereitet. Bald schon kommt es zum ersten einer Reihe von bisher ungewöhnlichen ökumenischen Ereignissen. Am 2. Dezember trifft der damalige anglikanische Erzbischof von Canterbury, Dr. Jeffrey Fisher,
zu dem angekündigten Höflichkeitsbesuch bei Papst Johannes dem 23. in Rom ein. Mit den Vorbereitungsarbeiten zu diesem Besuch war das Sekretariat beauftragt worden und auch die nachträgliche Kommentierung übernahm Kardinal Bea in einem ausführlichen Aufsatz in der Civita Cattolica vom 10. Dezember 1960. Von der Weltgebetsoktav 1961 an wird der Rhythmus der Interviews und der öffentlichen Vorträge für den Präsidenten des Sekretariats, also Kardinal Bea, immer intensiver. Am 21. Januar spricht er in Rom an der Dominikaner Universität Angelicum über das Thema der Katholik vor dem ökumenischen Problem. Zum ersten Mal wird hier die brennende, aber damals noch heikle Frage der Zugehörigkeit der nicht-katholischen Christen zur Kirche behandelt. Eine Woche später, am 29. Januar, spricht er in Genua über die Haltung der reformatorischen Christen zum Konzil und erläutert seine Vorstellungen, wie das Konzil zur Einheit beitragen könne. Von jetzt ab wird Kardinal Bea das ganze freie Europa durchreisen, um vor Tausenden von Zuhörern Vorträge zu halten, Kolloquien zu leiten und an Kongressen teilzunehmen, die sich alle mit der ökumenischen Frage und der Einheit der Christen unter variablen Themen beschäftigen. Einige Themen: der Katholik vor dem ökumenischen Problem, Konzil und Einheit, die akademische Forschungs- und Lehrtätigkeit im Dienste der Einheit der Christen, der Priester als Diener der Einheit, das Zweite Vatikanum und die nicht-katholischen Christen, etc., etc. Er spricht unter anderem in Mailand, Lugano, Turin, Chieri, in Rom, Neapel, in Reggio Calabria, auf Sardinien, in Venedig, Straßburg, Bern, Basel, Zürich, Fribourg, Paris, Heidelberg, Tübingen, München, Wien, Innsbruck, Essen, in Ost- und Westberlin, auf dem Katholikentag in Hannover, in England und in Dänemark und am 13. Mai 1964, man höre und staune, vor 750 Pilgern in Fatima. Er trifft den jüdischen Professor Jules Isaac mit dessen Anliegen, das Konzil möge eine Erklärung gegen den Antisemitismus und für die jüdisch-christliche Zusammenarbeit abgeben. Er trifft öfters mit dem Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen von Genf, Dr. William Wissert-Hoff, zusammen. Zum ersten Mal im September 1961 in Mailand. Zitat: Eines der wichtigsten Themen bei diesem ersten Gespräch war die Frage der Religionsfreiheit. Während seines Aufenthalts in England 1962 stattete er auch Dr. Michael Ramsay, dem Erzbischof von Canterbury und Primas der Anglikanischen Kirche Englands, einen Besuch ab. Ramsay selbst war es, der dies als einen historischen Augenblick bezeichnete, nachdem seit 400 Jahren kein römischer Kardinal mehr die Bischofsresidenz, den Lambeth Palace, betreten hatte. Ende September 1966 findet in Frankfurt ein ökumenisches Ereignis von großer Bedeutung statt, nämlich die Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels an die beiden führenden Ökumeniker, Kardinal Bea und Dr. William Wissert-Hoff. Am Abend desselben Tages findet unter Leitung der beiden Friedenspreisträger in der lutherischen Petruskirche ein eindrucksvoller Wortgottesdienst statt, der auch vom deutschen Fernsehen übertragen wird. Zitat: Niemals hätte ich auch nur davon zu träumen gewagt, dass ich einmal zusammen mit dem Kardinal Bea einer Gemeinde den Segen erteilen würde, kommentiert danach Pastor Dr. Wissert-Hoff dieses Ereignis. Kurz zuvor, vom 12. bis 15. September, hatte der Kardinal an einem Jugendtreffen in Tessé teilgenommen. Vier Reisen unternimmt er in die USA. Er nimmt am katholisch-protestantischen Kolloquium der Harvard-Universität teil, 1963 an einem großen Agape-Treffen prominenter Vertreter der verschiedenen Konfessionen und Religionen, unter ihnen der Generalsekretär der Vereinten Nationen und der Präsident der Vollversammlung der UNO in New York. Verschiedene amerikanische Universitäten zeichnen ihn aus. Und bei seiner letzten Amerika-Reise im April 1965 empfängt er in Philadelphia den Internationalen Brüderlichkeitspreis.
seine, fast möchte man sagen, persönliche Allgegenwart, unterstützt er noch durch mehr als 260 Veröffentlichungen seit seiner Kardinalserhebung. Noch grundlegender dürfte sein Einfluss auf den Konzil selbst gewesen sein, unterstützt und gefördert von beiden Konzilspäpsten, also Johannes dem 23. und Paul dem 6. Kardinal Beer war zweifellos ein persönlich frommer Mann. Seine Exerzitiennotizen beweisen es hinlänglich. Da liest man zum Beispiel, dass er die Heilige Messe zum Zentrum seines Lebens machen wolle und aus ihr heraus leben. Er überreicht seine Electio seinem Heiland durch die Mutter Gottes. Gleichzeitig ist er offensichtlich ein völlig liberaler Geist. Sein Handeln beweist es. Er ist einer der Hauptangreifer der katholischen Positionen auf dem Konzil. Doch haben wir nunmehr der Entwicklung weit vorgegriffen, kehren wir also wieder zurück zum zeitlichen Ablauf. Man sieht also, dass ein Mann offensichtlich durchaus fromm sein kann und doch einen völlig verkehrten Geist haben kann. Dem Einheitssekretariat fiel es zu, die Einladung zum Konzil an nicht-katholische Kirchen, kirchliche Gemeinschaften, kirchliche Beobachter und Delegierte vorzubereiten und im Namen des Papstes auszusprechen. Zitat: Bei den Tausenden von getrennten Kirchen auf der ganzen Welt war es unmöglich, dass eine jede von ihnen sich auf dem Konzil vertreten ließ. Kardinal Beers Lösung bestand darin, dass er an die großen Gruppen herantrat und sie aufforderte, Delegationen zu entsenden, die alle ihre affiliierten Kirchen repräsentieren könnten. Kardinal Beer lud den Erzbischof von Canterbury ein, eine Delegation als Vertretung der anglikanischen Kirche zu schicken. Die Einladung wurde angenommen. Neben den Delegationen der Ostkirchen fanden sich bei der ersten Sitzung des Konzils folgende Vertreter des Protestantismus ein. Anglikanische Gemeinschaft, 3 Vertreter. Lutherischer Weltbund, 2 Vertreter. Die Weltallianz reformierter und presbyterianischer Kirchen, 3 Vertreter. Die Evangelische Kirche Deutschlands, 1 Vertreter. Die Weltversammlung der Kirchen Christi, 1 Vertreter. Das Friends World Committee for Consultation, die Quäker, 1 Vertreter. Der International Congregational Council, 2 Vertreter. Der Methodistische Weltrat, 3 Vertreter. Der Ökumenische Rat der Kirchen aus Genf, 1 Vertreter. Die Internationale Vereinigung für liberales Christentum und Religionsfreiheit, 2 Vertreter. Darüber hinaus nahmen teil als eingeladene Gäste des Einheitssekretariates Roger Schütz, Prior der protestantischen Gemeinschaft von Tessé und dessen Mitbruder Max Thurian, Professor Kullmann von der Universität Basel und Paris, Professor Berghauer von der protestantischen Universität Amsterdam. Insgesamt sind es also 23 Vertreter. Im Einladungsbrief wird ihr Status und ihre Rolle folgendermaßen definiert. Die Beobachter versorgen die von Rom getrennten Kirchen mit sicherer Nachricht über das Konzil. Klein a. Klein b. Sie können an den feierlichen öffentlichen Sitzungen und an den geschlossenen Generalversammlungen, in denen die Konzilsdekrete diskutiert werden, teilnehmen. Sie nehmen nicht an den Sitzungen der Kommissionen teil, außer in besonderen Fällen und mit einer besonderen Erlaubnis. C. Sie haben weder Rede noch Stimmrecht. D. Das Sekretariat für die Einheit der Christen dient als Bindeglied zwischen den Organismen des Konzils und den Beobachtern, um ihnen die notwendigen Auskünfte zu übermitteln, damit sie leichter und wirkungsvoller den Arbeiten des Konzils folgen können. Auch organisiert es für sie Gespräche mit qualifizierten Personen, zum Beispiel Konzilsvätern, über die beim Konzil diskutierten Themen. Soweit die direkte Präsenz der Protestanten. Indirekt waren sie anwesend beim Zweiten Vatikanum, wie wir bereits gesagt haben, durch Konzilsväter und Theologen, die sich längst den protestantischen Ideen angeglichen hatten und diese mehr oder weniger offen vertraten. Die Kardinäle Beer, König, Frings,
Döpfner, Lienard, Alfrings, die Experten Karl Rahner, Hans Küng, Eduard Schillebecks, Yves Congar, um nur diese zu nennen. Dazu einige Auszüge aus den Werken Congars, die als Beleg dienen mögen. Der später zum Kardinal erhobene Yves Congar schreibt Folgendes. In Le Solchoir, das ist das Noviziat der Dominikaner in Frankreich. In Le Solchoir interessierte man sich für Luther, und zwar auf eine ganz andere Weise als Denifler oder Grisart dies taten. Denifler und Grisart, das sind die beiden klassischen Experten, nicht wahr, für Luther und Luthertum. Im Verlaufe eines zweiten Aufenthaltes in Deutschland besuchte ich die lutherischen Hauptorte, die mich anzogen. Er hat eine große Bewunderung für den deutschen Reformator. Zitat: Luther ist einer der größten religiösen Genies der gesamten Geschichte. Ich stelle ihn in dieser Hinsicht auf eine Stufe mit dem heiligen Augustinus, dem heiligen Thomas von Aquin oder mit Pascal. In gewisser Weise steht er noch höher. Er hat das ganze Christentum neu durchdacht. Luther war ein Mann der Kirche. Soweit Zitat. Warum war er ein Mann der Kirche? Weil, wiederum Zitat, er unfähig war, irgendetwas aufzunehmen, das nicht aus seiner eigenen Erfahrung kam. Pius X. wird das später Modernismus nennen, nicht wahr? Und in Crétin des Ennuis, das war ungeeinte Christen, sagt er Folgendes: In dem, was Luther mit seiner eigenen Geistesschärfe festgestellt hat, gibt es gewiss Falsches. Und dies gehört Luther allein und dem Lutheranismus allein. Aber es gibt auch Wahres. Und am Beginn liegt eine erstaunlich scharfe Erfahrung gewisser authentischer Werte. Und es war vielleicht die Mission dieses Mannes, diese Werte zum Nutzen der ganzen Kirche zu offenbaren. Von diesem Gesichtspunkt aus kann man sagen, dass das, was es Wahres in der religiösen lutherischen Erfahrung gibt, der katholischen Kirche fehlt und aufgrund seiner Natur danach verlangt, in diese aufgenommen zu werden. Zitat Ende. Er versteigt sich schließlich zu folgender Behauptung über die Dissidentenform des Christentums. Wiederum Zitat: In dem Maß, in dem ihr Bestehen als religiöse Körperschaft auf die Behauptung gewisser Werte hinausläuft, bezüglich derer bei ihnen eine besonders scharfsinnige Auffassung vorliegt, stellen diese religiösen Körperschaften geistliche Familien dar, die ihre je eigene Botschaft und in einem gewissen Sinn ihre eigene Mission haben. Also Congar ordnet dem Protestantismus, den Protestanten, eine eigene Mission zu. So entwirft Congar, der nach seinen eigenen Angaben an sämtlichen Konzilsdokumenten, mit Ausnahme jenes über die Kommunikationsmittel mitgearbeitet hat, eine neue Ekklesiologie, insbesondere in den folgenden Punkten. Ekklesiologie Congars: Ausweitung der Grenzen der Kirche. Nach ihm können nicht-katholische Gemeinschaften Mittel des Heiles sein, also in gewisser Weise, wenn auch unvollkommen, zur Kirche gehören. Beschränkung der päpstlichen Gewalt. Zitat von Congar: So wie das Papsttum heute besteht, ist es eine Schöpfung der Geschichte. Zitat Ende. Also Beschränkung der päpstlichen Gewalt zugunsten einer bischöflichen Kollegialität, die von den Orthodoxen angenommen und ohne Zweifel von den Protestanten besser hingenommen würde. Der Papst würde nicht mehr betrachtet als direkter Stellvertreter Jesu Christi, sondern als Haupt des Bischofskollegiums. Weiter. Relativisierung der Kirche als Mittel des Heils. Zitat von Congar: Heute kann niemand mehr behaupten, man müsse die Seelen vor der Hölle retten, um die christlichen Missionen zu rechtfertigen. Gott rettet sie, ohne dass sie das Evangelium kennen. Andernfalls müssten wir alle nach China gehen. So die Ausführungen Congars. Zu Recht wird er vom Heiligen Stuhl gemaßregelt. In Trenta Giorni, Nummer 3 von 1993, sagt er selbst über sich: Während zahlreicher Jahre stand ich im Kreuzfeuer der Kritik wegen meiner theologischen Werke. Sie, das heißt Rom, haben mich zuerst nach Jerusalem, dann nach Rom und schließlich nach Cambridge ins Exil geschickt. Der Vatikan ist sehr hart mit mir umgegangen.
Deshalb konnte ich nicht glauben, dass ich zum Konzilsberater ernannt worden war. Aber nicht viel anders äußert sich Kardinal Ratzinger selbst in seinem Werk Kirche, Ökumene und Politik. Zitat: Lassen Sie mich ganz empirisch pragmatisch an einem Beispiel sagen, was ich meine. War es für die katholische Kirche in Deutschland und darüber hinaus nicht in vieler Hinsicht gut, dass es neben ihr den Protestantismus mit seiner Liberalität und seiner Frömmigkeit, mit seinen Zerrissenheiten und mit seinem hohen geistigen Anspruch gegeben hat? Gewiss, in den Zeiten des Glaubenskampfes war Spaltung fast nur gegeneinander. Aber immer mehr ist dann auch Positives für den Glauben auf beiden Seiten gewachsen, also auch auf der katholischen Seite, das uns etwas von dem geheimnisvollen Mus des heiligen Paulus verstehen lässt. Der heilige Paulus sagt im Korintherbrief, es müssen Häresien auftreten. Opportet Hereses esse. Denn umgekehrt könnte man sich eigentlich eine nur protestantische Welt denken, immer Kardinal Ratzinger, der spricht. Oder ist der Protestantismus mit all seinen Aussagen, gerade als Protest, nicht so vollständig auf den Katholizismus bezogen, dass er ohne ihn kaum noch vorstellbar bliebe? Natürlich kann es keinen Protestantismus geben ohne Katholizismus. Nicht wahr? Wie es kein Böses geben kann ohne das Gute. Dritter Abschnitt, der Konzilsverlauf. 11 Tage nach Eröffnung des Konzils wurde verkündet, dass Papst Johannes das Sekretariat zur Beförderung der Einheit der Christen zum Status einer Kommission erhoben habe. Dadurch, dass er diesen Beschluss nicht früher veröffentlichte, hatte der Papst tatsächlich das Team der Führer auf dem ökumenischen Feld, das Kardinal Beer in den beiden vergangenen Jahren zusammengebracht hatte, intakt erhalten. Das Sekretariat war die einzige Kommission, die nicht 16 gewählte Mitglieder hatte. Sein neuer Status bedeutete, dass es berechtigt war, Schemata zu verfassen, sie der Generalkongregation vorzulegen, sie, wenn nötig, zu revidieren, sie zu verteidigen und alle anderen, den Konzilskommissionen, eigenen Funktionen zu erfüllen. Ein Zitat aus der Rheinfließt in den Tiber. Während der Generalversammlungen nahmen die Beobachter Platz auf der Tribüne San Longino, die ihnen vollständig reserviert war. Theologen, Dolmetscher der verschiedenen Sprachen, Englisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Russisch, Arabisch, Armenisch, Äthiopisch, standen ihnen zur Verfügung, um die Wortmeldungen zu übersetzen und um ihnen zu helfen, während die offiziellen Mitglieder des Einheitssekretariats ihnen zur Verfügung standen, um die Texte auszuteilen und für jegliche Bitte um zusätzliche Auskunft. Alle Dienstage versammelten sich die Beobachter mit den Mitgliedern des Sekretariates für eine Diskussionsrunde über die während der Woche behandelten Themen des Konzils. An diesen Zusammenkünften nahmen zahlreiche Konzilsväter teil, die sich in besonderer Weise für die ökumenischen Probleme interessierten. Theologen und Berater legten die Themen dar und antworteten auf die Fragen. Um aber die Information zu vervollständigen, muss hinzugefügt werden, dass neben den Beobachtern, und zwar besonders während der vierten Konzilsperiode, zahlreiche Persönlichkeiten der christlichen, nicht-katholischen Welt nach Rom gekommen sind, um wenigstens an einigen Generalversammlungen teilzunehmen. Auch in diesen Fällen war die Hilfe von Theologen, Dolmetschern für diese Persönlichkeiten, meist Universitätsprofessoren oder Vertreter der ökumenischen Bewegung, vorgesehen. Seine Exzellenz, der Generalsekretär des Konzils, hat unseren getrennten Brüdern stets mit der größten Weitherzigkeit erlaubt, an den verschiedenen Generalversammlungen teilzunehmen, sagt einer der protestantischen Beobachter. Auch für die öffentlichen Sitzungen war öfters neben den delegierten Beobachtern, die stets zusammen ihre Ehrenplätze in der Basilika St. Peter einnahmen, die Anwesenheit von hohen Persönlichkeiten aus der orthodoxen, anglikanischen oder protestantischen Welt zu beobachten. Der Metropolit von Leningrad, seine Eminenz Nikodim, war eigens von Russland zur feierlichen Schließung des Konzils angereist. Ebenso waren für dieses Ereignis anwesend der lutherische Bischof von Island, Dr. Einarsson, und der lutherische Bischof von Västerås, Vertreter der lutherischen Kirche Schwedens.
Bevor ein Monat um war, drückte Kardinal Beer öffentlich seine große Zufriedenheit mit der Reaktionen der delegierten Beobachter aus. Es sei ein wahres Wunder, sagte er, dass so viele nicht-katholische christliche Kirchen ihre Mitglieder gebeten hätten, für das Konzil zu beten. Wenn man dies der Atmosphäre, die zur Zeit des Ersten Vatikanischen Konzils geherrscht habe, gegenüberstelle. Professor Oskar Kullmann gab nach den ersten 6 Wochen der ersten Sitzungsperiode eine ausgedehnte Pressekonferenz und erläuterte seine Reaktionen sowie die der anderen Gäste und Beobachter. Er sagte, sie hätten alle Konzilstexte erhalten, seien befugt, alle Generalkongregationen zu besuchen, könnten auf speziellen wöchentlichen Treffen des Sekretariats ihre Ansichten bekannt machen und hätten persönliche Kontakte mit Konzilsvätern, Periti und anderen führenden Persönlichkeiten in Rom. Die Aktivitäten des Sekretariats zur Beförderung der Einheit der Christen machen uns jeden Tag offenbar, so wörtlich, dass sein Vorhandensein wahrhaft dazu dient, uns einander näher zu bringen. Von den ökumenischen Errungenschaften des Konzils erwähnt er an allererster Stelle die Existenz des Sekretariats zur Beförderung der Einheit der Christen. Zitat: Wenn es fortfährt, voll Respekt vor anderen Kirchen und einem aufrichtigen ökumenischen Geist zu wirken, wie es jetzt alle seine Handlungen und Haltungen charakterisiert, darf man seinem Vorhandensein mit Recht eine außerordentliche Bedeutung für die Zukunft des Ökumenismus zumessen. Zitat Ende. Eine weitere Errungenschaft sei die Anwesenheit von Beobachtern und Gästen in der Konzilsaula. Wiederum Zitat: Ich bin von Tag zu Tag mehr erstaunt darüber, wie sehr wir wirklich einen Teil des Konzils bilden. Zitat Ende. Zur Vorbereitung auf die Generalkongregationen studierten die Beobachter die Schemata, die an sie verteilt wurden. Zitat: Wir schreiben Anmerkungen dazu, vergleichen sie mit der Bibel und prüfen sie an den Schriften der Kirchenväter und an den Beschlüssen früher Konzilien nach. Unsere Reaktionen auf die uns bisher gezeigten Schemata waren natürlich sehr verschiedenartig. Manche mögen wir, andere nicht. Manche wirken auf uns wirklich ermutigend, andere finden wir enttäuschend. Zitat Ende. Professor Kullmann bemerkte, dass jeder zukünftige Historiker des Zweiten Vatikanums auf die ökumenische Bedeutung der Bar kommen müsse, die für alle Konzilsmitglieder eingerichtet war. Zitat: Sie bietet uns nicht nur Erfrischung, sondern sie setzt uns auch in den Stand, Bischöfe aus der ganzen Welt zu treffen, auf eine Art, wie das sonst unmöglich wäre. Und wenn der Dialog von beiden Seiten in dem Geist fortgesetzt wird, der ihn bisher belebt hat, so wird schon dies allein ein Element der Einheit sein, das noch weitere Frucht zu tragen vermag. Zitat Ende. Das Experiment lief in der ersten Sitzungsperiode so gut, dass es während der ganzen Dauer des Konzils fortgesetzt wurde. Als Papst Paul VI. Ziemlich zu Beginn der zweiten Sitzungsperiode die Beobachtung Gäste in Audienz empfing, konnte Kardinal Beer ihm verkünden, dass ihre Zahl von 49 auf 66 gestiegen war und die Zahl der von ihnen vertretenen Kirchen und Gemeinschaften von 17 auf 22. Der delegierte Beobachter des Lutherischen Weltbundes, Dr. Christen Skisgard, wandte sich namens aller Beobachter und Gäste in französisch sprachenden Papst und drückte ihre tiefe Dankbarkeit für die Erneuerung der Einladung zu dieser zweiten Sitzungsperiode des Konzils aus. Er sprach die Hoffnung aus, dass das Licht einer praktischen, historischen Theologie, das heißt einer durch die Bibel und die Lehre der Väter genährten Theologie, bei der Arbeit dieses Konzils immer stärker leuchten werde. Er sprach auch von einem neuen ökumenischen Geist, der auf dem Konzil offenkundig werde. Zitat: Wir finden uns zusammen am Beginn eines Weges, dessen Ende nur Gott kennt. Papst Paul VI. Gab zur Antwort: Es ist unser Wunsch, Zitat, Sie nicht nur auf der Schwelle unseres Hauses, sondern im Innersten unseres Herzens zu empfangen. Zitat Ende. Am folgenden Tag, dem 18. Oktober, gab Kardinal Beer den Beobachtern und Gästen einen Empfang. In einer auf Französisch gehaltenen Ansprache lud er sie zur Kritik ein und erinnerte sie an die Worte, die Papst Paul
wenige Wochen vorher an die römische Kurie gerichtet hatte. Zitat: Wir müssen Kritik mit Demut, mit Überlegung und sogar mit Dankbarkeit willkommen heißen. Rom hat es nicht notwendig, sich zu verteidigen, indem es taube Ohren macht gegenüber Vorschlägen, die von ehrlichen Stimmen kommen, besonders wenn die Stimmen die von Freunden und Brüdern sind. Kardinal Beer versichert den Beobachtern und Gästen, dass ihre positiven Kritiken, Vorschläge und Wünsche sehr geschätzt werden würden. Der Anführer der anglikanischen Delegation, Bischof John Mormon von Ripon, England, gab Pater Wiedken eine Erklärung über seine persönliche Ansicht über Primat und Kollegialität. Zitat, dies findet sich in der Rhein fließt in Tiber. 400 Jahre lang habe die anglikanische Kirche in Trennung von dem Stuhl von Rom gelebt. Und während dieser Zeit sind die Ansprüche der Päpste gewachsen, besonders mit dem Unfehlbarkeitsdekret von 1870. Gleichwohl, wenn jemals Einheit unter den Christen sein solle, wird es ein zentrales Oberhaupt der Kirche geben müssen. Und dieses Oberhaupt wird sicher der Bischof von Rom sein müssen. Seine Meinung war, dass die anglikanische Gemeinschaft als Ganzes bereit wäre, die Tatsache des Papsttums zu akzeptieren, obwohl es ihnen große Schwierigkeiten bereiten würde, die Grundlage anzuerkennen, auf der der Primat beruht. Da historisch und exegetisch viel zu viel aus den Worten unseres Herrn an den heiligen Petrus gemacht würde. Er sagte, die römisch-katholische Kirche würde sehr gestärkt werden, wenn das Prinzip der Kollegialität der Bischöfe angenommen und eine Methode vorgesehen würde, nach der Bischöfe aus der ganzen Welt als Vertreter zusammen mit dem Papst ein dauerndes Konzil bilden könnten. Dies wäre eine Verbesserung des gegenwärtigen Systems einer weithin italienischen Kurie. Also eine Einrichtung einer Art Rätesystem. Gérard de Foix, Sekretär des französischen Episkopats, konnte später schreiben, Zitat, ohne Zweifel zum ersten Mal erfreuten sich offizielle Beobachter bei einem Konzil der Rolle des Zeugen und hinderten so die Versammlung, sich auf sich selbst zu beschränken, auch wenn ihr Anteil nur ein konsultativer sein konnte. Der ökumenische Aspekt der eingebrachten Verbesserungsvorschläge war zum Beispiel oft ein entscheidendes Kriterium. Übrigens werden die Beobachter bald in zwei Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe umfasst jene der schismatischen Ostkirchen, die zweite die Vertreter des Protestantismus. Sollen wir jetzt eine kleine Pause einlegen? Eine kleine Pause, aber das Material, das kommt, ist noch sehr reichhaltig. Ja? Also stärken Sie sich, nicht wahr, mit einem kleinen Kaffee, nicht wahr? Es kommt noch einiges auf Sie zu. Wir kommen zum vierten Punkt meiner Ausführungen. Das Resultat. Die umkämpften Schemata, fünf Beispiele aus den Konstitutionen, Dekreten und Erklärungen des Konzils. Es ist natürlich unmöglich, im Rahmen dieser Abhandlung den protestantischen Einfluss in allen Konzilsdiskussionen zu verfolgen. Wir begnügen uns mit einigen charakteristischen Beispielen, welche die Konzilsatmosphäre und den Konzilsgeist klar beleuchten. Erstens, Schema und Konstitution über die Liturgie. Das erste Schema, das dem Konzil zur Diskussion vorgelegt wird, betrifft die heilige Liturgie. Sein ökumenischer Geist ist unverkennbar. Zitat, die Protestanten selbst, schrieb Fesquet, ein französischer Kommentator, am ersten Tag der Diskussion waren beeindruckt von der Qualität des Dokuments wegen seinem christozentrischen Charakter und seinen zahlreichen Schriftverweisen. Die ökumenische Bedeutung der liturgischen Reform ist offensichtlich. Pastor Riet verwendete fast dieselben Worte für die Leser der Tribune de Genève. Das Schema über die Liturgie erscheint uns in seiner Gesamtheit gut, haben mir die nicht-katholischen Beobachter gesagt, und die ich erreichen konnte. Viel höher stehen als die anderen, die man uns ausgehändigt hat. Die Aufnahme der Volkssprache in die Liturgie stimmt mit unseren eigenen Prinzipien überein. Viele Prälaten wünschen die Vereinfachung der Riten und unter ihnen jene,
die man die Ökumeniker Kardinal Beas nennen könnte. In seinem Konzil über die Konzils, in seinem Kommentar über die Konzilsdiskussion stellt E. Marcus ganz richtig fest: Das Konzil war sich bewusst, war sich bezüglich der Liturgie bewusst, ein ökumenisches Werk zu erstellen. Um mit Kardinal Feltin, dem Kardinal Erzbischof von Paris, zu sprechen, war unter den von den Vätern angeführten Gründen oft das ökumenische Argument zu finden, es ist dies ein Kriterium einer der beständigen Bezugspunkte. Die Sache ist ökumenisch, also ist es gut. Wir glauben, dass es darin von Erfolg gekrönt war. Und da man seit langem sich darüber bewusst geworden war, dass die Liturgie einer der wesentlichsten theologischen Orte der Annäherung mit den getrennten Brüdern ist, muss gesagt werden, dass die Konzilsarbeit über die Liturgie eine offenkundige ökumenische Bedeutung hat. Die Kardinäle Frings, Lecaro, Montini, Döpfner und Dois hoben hervor, dass das Schema in seiner Gesamtheit den Anforderungen der Stunde entspreche, denn es stimme überein mit der Empfehlung des Papstes, der ja vom Konzil verlangt habe, dass es sich um den pastoralen und praktischen Gesichtspunkt der Mission der Kirche in dieser Welt kümmere. Sie fügt hinzu, dass es ebenfalls einen ökumenischen Aspekt enthalte. Hier liegt also eine Feststellung, die jeder Liturgiker mit Genugtuung hat machen können, der die Gelegenheit hatte, an den Konzilsdiskussionen diesen Bereich betreffend teilzunehmen. Die liturgische Perspektive ist hinfort in der Kirche eine umwälzende Kraft, ganz durchdrungen von der pastoralen, missionarischen, spirituellen, ökumenischen und theologischen Bewegung, das heißt von den großen Bewegungen, die zur Stunde den mystischen Leib Christi belegen. Das muss man sich genau vor Augen halten, was hier ausgesagt wird. Ganz durchdrungen von der pastoralen, missionarischen, spirituellen, ökumenischen und theologischen Bewegung. Diese Dinge gehören also zusammen. Am 5. November gab Bischof Duschalk, aus Deutschland stammend, an der Spitze des Apostolischen Vikariats von Calapan auf den Philippinen eine Pressekonferenz. Wörtliches Zitat: Mein Gedanke ist die Einführung einer ökumenischen Messe, sagte er, die soweit nur möglich von historischen Anwüchsen befreit, auf das Wesen des heiligen Opfers gegründet und tief verwurzelt in der Heiligen Schrift ist. Damit meine ich, dass sie alle wesentlichen Elemente des letzten Abendmahls enthalten soll und eine Sprache und Gesten verwenden soll, die man versteht, und dass sie Art und Geist der Gebete und Worte übernehmen soll, die damals verwendet wurden. Es soll eine Art Messfeier sein, die alle Mitglieder einer Gemeinde, selbst wenn sie zufällig zum ersten Mal im Leben einer Messe beiwohnen, ohne weiteres verstehen können, ohne verwickelte Erklärungen und ohne besondere geschichtliche Kommentare. Soweit dieser Bischof. Von Menschen verfasste Gebete, sagte er, sollten sehr sparsam verwendet werden. Das Schwergewicht solle vielmehr gelegt werden auf die Worte der Verheißung in der Heiligen Schrift, die Worte, die Christus beim letzten Abendmahl bei der Einsetzung des heiligen Opfers sprach, auf sein hohes priesterliches Gebet um Einheit und auf Ermahnung des heiligen Paulus bezüglich der Eucharistie im 1. Korintherbrief. Bischof Duschak wollte die konventionellen Gründe für die Intakterhaltung des Messkanons nicht akzeptieren. Zitat: Wenn die Menschen in vergangenen Jahrhunderten fähig waren, Messriten auszuwählen und zu schaffen, sagte er, warum sollte dann das Größte von allen ökumenischen Konzilien nicht fähig sein, dasselbe zu tun? Warum sollte man nicht anordnen können, dass mit allem schuldigen Respekt ein neues Messformular verfasst wird, eines, das dem modernen Menschen ansteht, das gewünscht und verstanden wird von einem, der in einer täglich kleiner und uniformer werdenden Welt lebt. Zitat Ende. Die Substanz des heiligen Opfers würde bleiben, sagte er, doch Ritus, Form, Sprache und Gestik würden unserer modernen Zeit angepasst werden, sodass der moderne Mensch größeren geistlichen Nutzen daraus ziehen könnte. Außerdem solle die ganze Messe laut gesprochen werden, in der Volkssprache und zum Volk hin. Zitat: Ich halte es auch für wahrscheinlich, dass,
Wenn der Welt eine so ökumenische Form von Eucharistiefeier geboten wird, der Glaube nicht-katholischer christlicher Gemeinschaften an die sakramentale Gegenwart Christi erneuert oder sogar berichtigt werden möchte. Kardinal Montini führte aus, das Schema bilde in keiner Weise einen Bruch mit dem von der Vergangenheit ererbten katholischen, katholischen Gottesdienst. Zitat, im Gegenteil, es empfehle, dass nach dem Konzil Kommissionen gebildet würden, um dieses Erbe offenkundiger zu machen. Und er unterstützte die Erklärung des Schemas, dass in solchen nachkonziliaren Kommissionen auch in der Seelsorge aktive Bischöfe vertreten sein müssten. Er erklärte seine von ganzem Herzen erfolgende Unterstützung für den Grundsatz, dass die Zeremonien wieder einmal auf eine einfachere Form reduziert werden müssen. Bischof Johannes Pohlschneider aus Aachen, Deutschland, regt an, dass Fasten in der Fastenzeit auf den Aschermittwoch, gar Freitag und gar Samstagvormittag zu beschränken. Er gab zwei Gründe dafür an. Einmal, dass der moderne Mensch allgemein dieses Gebot nicht beobachtet infolge der Eile des modernen Lebens und weithin herrschender nervöser Spannungen. Und zweitens, dass viele Bischöfe und Priester sich selbst vom Fasten dispensierten aus dem Grund, weil es ihnen die Kraft nehme, die sie zur Erfüllung ihrer ausgedehnten Seelsorgspflichten brauchten. Welchen moralischen Druck die nicht-katholischen Konzilsbeobachter auf dem Konzil ausgeübt haben, zeigt schlagartig die folgende Begebenheit. Don Botte erzählt über den Vorschlag eines Bischofs aus Südamerika die Firmung betreffend, Zitat, ich antwortete, dass wenn ich diesen Vorschlag beim Konzilium einbringen sollte, ich die Gründe dafür anzugeben hätte, in Gegenwart der protestantischen Beobachter, die an den Sitzungen teilnahmen, und dies würde einen peinlichen Eindruck hinterlassen. Sie sehen, ich war den Druck, den moralischen Druck, der hier auf die Konzilsväter ausgeübt worden ist. Ganz ähnlich verfährt man für das göttliche Offizium. Für die Erneuerung des Offiziums, sagt uns der Relator der Kommission ad hoc, hatten die Berater nicht nur die Geschichte des Stundengebetes in den verschiedenen Ostriten studiert, sondern auch die Entwicklung oder die Neugeburt entsprechender Gebetsformen in den aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen. Die Kommission inspirierte sich unter anderem am Stundengebet der Gemeinschaft von Tessé, von der ein Mitglied, nämlich Bax Thurien, nicht nur einer der Beobachter auf den Konzilssitzungen war, sondern darüber hinaus mehrere Male teilgenommen hat als Berater bei den in Rom abgehaltenen Sitzungen der Studiengruppe. Wie sehr die Liturgiereform und die ökumenische Bewegung zusammenhängen, wird lichtvoll klar bei der Lektüre der verschiedenen Zeugnisse. Man wird der liturgischen Bewegung nicht gerecht, wenn man sie ausschließlich in Bezug auf Einzelheiten in der Liturgiereform beurteilt. Sie ist von Anfang an eine geistesgeschichtliche Bewegung gewesen, inspiriert von einer gewissen Sicht des Geheimnisses der Kirche, und sie hat einen großen Einfluss auf die Theologie ausgeübt, selbst außerhalb des Katholizismus. Es kommt nicht von ungefähr, dass ihr Gründer, Don Baudouin, einer der eifrigsten Vertreter der ökumenischen Bewegung geworden ist. Tatsächlich ist es erstaunlich festzustellen, dass viele Pioniere der liturgischen Bewegung gleichzeitig Pioniere des katholischen Ökumenismus und der neuen Ekklesiologie gewesen sind. So hat durch Lambert Baudouin wie durch Tessé hindurch, um nur diese beiden Beispiele zu nennen, die ökumenische Erneuerung als liturgische Erneuerung geblüht. Kardinal Lercaro, Präsident des Nachkonziliaren Rates für die Liturgie, hat an der Universität St. Joseph in Beirut einen bemerkenswerten Vortrag über Ökumenismus und Liturgie gehalten. Er bemerkt darin, dass die Ekklesiologie, die im Schema über die Liturgie zum Ausdruck kommt, im Fortschritt begriffen ist. Es ist eine ganze Art, die Kirche zu verstehen, welche die Liturgiekonstitution inspiriert hat. Es ist eine ganze Art, es ist also eine Welt in sich.
Und nach der Promulgation der Konstitution am 4. Dezember 1963 lobten die Kommentatoren übereinstimmend den ökumenischen Hauch, der sie überall durchzieht. Bezüglich des Paragraphen 36 bekennt Mertens, ein Protestant, dass eine missionarische und ökumenische Sorge Pate gestanden hat bei der Abfassung dieses Paragraphen. Dieser Vorrang, der dem Wort eingeräumt wird, also der Predigt, ist eines der bemerkenswertesten Charakteristika der ganzen Konstitution und von der allergrößten ökumenischen Bedeutung. Hans Küng bemerkt in seinem Kommentar über die während der ersten Sitzungsperiode des Konzils geleisteten Arbeit, Zitat, die bedeutungsvollsten Entscheidungen betreffen die liturgische Reform selbst. Sie haben eine große ökumenische Bedeutung. Und Pastor Rillier präzisiert, Zitat, die Aufmerksamkeit der Protestanten hinsichtlich dieses bedeutungsvollen Dokuments richtet sich vor allem auf die dort definierten Prinzipien des Kultes. Der am 4. Dezember 1963 zur Abstimmung gebrachte Text nähert gewiss die katholische Messe dem lutherischen, reformierten und anglikanischen Kult an. Die Aufnahme der Volkssprache schließt sich den Forderungen Luthers und der anderen Reformatoren an, die diese seit dem 16. Jahrhundert verwendet haben. Die gesteigerte Bedeutung der Bibel und der Predigt gehen in dieselbe Richtung. Das sagen die Protestanten. Weiter. Die Zustimmung zum liturgischen Pluralismus ist ohne Zweifel einer der Gesichtspunkte der katholischen liturgischen Bewegung und der Konstitution, die ihm die Weihe verleiht. Dieser Pluralismus verwirklicht am besten die ganz am Anfang von Sacrosanctum Concilium vorgetragene Aufforderung, alles zu begünstigen, was beitragen kann zur Einheit all derer, die an Christus glauben. Der Vollmacht, die den Bischöfen auf dem liturgischen Gebiet zuerkannt wird, und die Achtung der verschiedenen bereits existierenden Gebetsformen kommt eine besondere Bedeutung zu. Doch ist dies nicht der einzige ökumenische Gesichtspunkt der Konstitution, man findet auch die aktive Teilnahme der Gläubigen, die Kommunion unter beiden Gestalten, die Konzelebration etc. und vor allem das Bestehen auf der Bedeutung des Wortgottesdienstes, der Bibel, der Predigt. Das Dekret des Konzils betrifft allein die Prinzipien, die weitgehend übereinstimmen mit jenen in Cremner's Book of Common Prayer. Und darin sind folgende Prinzipien niedergelegt. Also im anglikanischen Gebetsbuch, nicht wahr, das bestimmend geworden ist für die anglikanische Gemeinschaft. A. Die Übersetzung der Riten in die Volkssprache. B. Die Überarbeitung der Texte gemäß dem Schriftbefund und dem Zeugnis der Väter. C. Das Ende der Vorherrschaft des römischen Ritus. D. Die Entklerikalisierung der Riten und die Ermutigung der Laien zur aktiven Teilnahme. E. Die Verminderung des monastischen Einflusses und die offenkundigere Bindung an die zeitgenössische Welt. In ihrer Modernität hat die neue Liturgie trotz ihrer Verspätung vor 400 Jahren an vielen Stellen die Liturgie Cremners überholt. Das ist das Zeugnis der Protestanten. Um dieses Urteil zu verifizieren, sehen wir uns den Text im Einzelnen an. Artikel 6 zeichnet die Sendung der Apostel zur Verkündigung des Evangeliums und zum Vollzug des verkündeten Heilswerkes in Opfer und Sakrament. Nach ökumenischer Gesinnung und entsprechenden Ausführungen des Ökumenismusdekrets Nummer 11 über die Hierarchie der Glaubenswahrheiten, werden hier nur Taufe und Eucharistie erwähnt. Artikel 7 spricht von der fünffachen Gegenwartsweise Christi in den eucharistischen Handlungen seiner Kirche, wobei diese Gegenwartsformen praktisch einfach nebeneinander gereiht werden, ohne sie spezifisch zu unterscheiden. Gegenwart im Priester, vor allem in den eucharistischen Gestalten, in der Kraft der Sakramente, in seinem Wort, im Beten und im Singen der Kirche gemäß seinem Wort. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ist damit nicht der Artikel 7 der Instructio Generalis des Novus Ordo Missae vorbereitet? Das ist die genaue Vorbereitung der neuen Messe und ihrer Definition. Artikel 14
fordert die Participatio Actuosa, also die tätige Teilnahme der Gläubigen und der Berufung auf das allgemeine Priestertum der Laien. Und Artikel 29 gesteht Ministranten, Lektoren, Kommentatoren und den Mitgliedern der Kirchenchöre einen wahrhaft liturgischen Dienst zu. Artikel 34 fordert, die Riten mögen den Glanz edler Einfachheit an sich tragen und knapp, durchschaubar und frei von unnötigen Wiederholungen sein. Die Hymnen sind von mythologischen Zügen zu reinigen. Das sind also Mythen, die Hymnen. Artikel 67 sieht die Überarbeitung des Ritus der Kindertaufe vor, um diesen der tatsächlichen Situation der Kinder anzupassen. Karl Rahner schreibt dazu in seinem Konzilskommentar, es sei zu hoffen, dass dabei auch die Teufelsaustreibungen verschwinden, was dann tatsächlich zu weiten Teilen geschehen ist. Nummer 51 sagt, hinfort solle den Gläubigen der Tisch des Gotteswortes reicher bereitet werden. Die Schatzkammer der Bibel soll weiter aufgetan werden. Artikel 36, 40, 54 und 63 sehen die Einführung der Volkssprache in die Liturgie vor, ja sogar die Anpassung der Liturgie an die örtlichen Verhältnisse, sprich Inkulturation. Artikel 65 fordert dies ausdrücklich für die Missionsländer. Die Zuständigkeit dafür wird den örtlichen Autoritäten, das heißt den einzelnen Bischofskonferenzen, übertragen. Ein ernster Schlag gegen Rom und das oberste Hirtenamt. Artikel 59 übernimmt in der Definition der Sakramente fast wortwörtlich die Auffassung Luthers. Zitat, die Sakramente zeigen den Glauben an, deshalb heißen sie Sakramente des Glaubens. Eine rein protestantische Definition. Artikel 55 sieht den Laienkelch vor, unbeschadet der durch das Konzil von Trient festgelegten dogmatischen Prinzipien. Das zweite Kapitel der Liturgiekommission, umfassend die Abschnitte 47 bis 58 einschließlich, ist überschrieben mit das heilige Geheimnis der Eucharistie. Nach Karl Rahner wurde dieser Ausdruck bewusst gewählt, um in möglichst ökumenischer Sprache Opfer und Sakrament in einem zu bezeichnen. Nun ist aber Opfer und Sakrament sind zwei sehr verschiedene Sachen. Das Opfer wird Gott dargebracht, die Sakramente sind eingesetzt um des Heiles der Menschen willen. Das sind zwei völlig verschiedene Sachen. Aber um die ökumenisch, nicht wahr, die Dinge ökumenisch darzustellen, werden sie in einem einzigen Überschrift so genannt. Das heilige Geheimnis der Eucharistie. Der schwerwiegendste protestantische Einfluss kann indes wahrscheinlich in Artikel 47 dinghaft gemacht werden. Man spricht dort in Bezug auf die Heilige Messe nicht mehr von Vergegenwärtigung, wie beim Konzil von Trient, noch von Erneuerung, wie dies die Päpste der jüngeren Zeit tun, sondern von einem Fortdauern lassen und von einer Gedächtnisfeier des Todes und der Auferstehung unseres Erlösers. Nun ist aber die Heilige Messe keineswegs die Gedächtniswerte auf Verstehung, sondern allein das Gedächtnis, und zwar die sakramentale Verwirklichung des Todes Jesu Christi. Und die Prinzipien der Liturgiekonstitution gemäß ihrem Geist auszuführen, wurde eine kleine Zahl von nicht-katholischen Beobachtern zu den Sitzungen vom Konzilium zugelassen. Konzilium, das ist dann diese Kommission, die die neue Liturgie ausarbeitet. Jener Kommission, die beauftragt war, die Konzilskonstitution Sacrosanctum Concilium umzusetzen und anzuwenden. Die Neuheit in dieser Sitzung, und dies ist von großer Bedeutung, bemerkt der Chronologe von Notizie, ist die Anwesenheit von Beobachtern, die durch ihre kirchlichen Gemeinschaften dafür bestimmt wurden und die den Arbeiten vom Konzilium mit Freude, Aufmerksamkeit und einer brüderlichen Mitarbeit in den Unterhaltungen mit den Relatoren folgten. Monseigneur Bondin unterstrich den Beitrag dieser Beobachter. Zitat, darüber hinaus, und jedermann wird ohne Zweifel dessen Bedeutung ermessen, haben wir die Freude gehabt, wie während der vorausgehenden Sitzungsperiode im Oktober 1966 aus der aktiven Gegenwart von delegierten Beobachtern der anderen christlichen Kirchen Nutzen zu ziehen. Sie haben an unseren Arbeiten teilgenommen und haben das Zeugnis ihrer eigenen Nachforschungen beitragen können,
indem sie das Ergebnis dieser Nachforschungen den unsrigen gegenüberstellten. Die liturgische Reform erarbeitet sich in einem Klima des Ökumenismus, das in höchster Weise für jeden vorteilhaft ist und auf lange Sicht gesehen für die Einheit der Kirche. Also, wir wissen alle, dass 6 protestantische Pastoren bei der Ausarbeitung der neuen Messe mitgewirkt haben. Zweites Schema, das Dekret über die Offenbarung. Der Schemaentwurf an die Vorbereitungskommission trug den Titel Die Quellen der Offenbarung, also Plural, denn es gibt 2, womit offensichtlich die Heilige Schrift und die mündliche Überlieferung gemeint waren. Eine Aufteilung, die gewiss nicht die Zustimmung der Protestanten finden konnte. Aber auch inhaltlich wurde das Schema, das am 14. November 1962 von Kardinal Ottaviani dem Konzil vorgelegt wurde, heftig kritisiert. Ja, es erhob sich ein wahrer Sturm und die meisten Redner verwarfen es vollkommen. Karl Rahner spricht in seinem Konzilskommentar von einer Scheidung der Geister an diesem Schema. Zitat. Bei Bischof, das genommen aus der Rheinfließenden Tiber, bei Bischof Alfred Ancel von Lyon meinte, dass der Papst vielleicht einige zusätzliche Experten von der gegnerischen theologischen Schule beauftragen könnte, ein völlig neues Schema zu verfassen. An diesem Punkt ergriff Bischof Emil Desmet von Bruges, Belgien, namens des Sekretariates für die Einheit der Christen das Wort. Er sagte, zahlreiche Konzilsväter haben beim Prüfen des Schemas über die Offenbarungsquellen ein echtes ökumenisches Anliegen an den Tag gelegt. Alle wünschen aufrichtig und unbedingt, dass das Schema einigkeitsfördernd sein soll. Doch sind die Ansichten geteilt. Manche sagen, dass es den Erfordernissen des Ökumenismus entspricht, andere verneinen das. Um die Sache besser beurteilen zu können, ist es Ihnen vielleicht erwünscht, von Seiten des Sekretariates zu hören, was genau erforderlich ist, damit ein Vorschlag als ökumenisch bezeichnet werden kann. Unser Sekretariat wurde, wie Sie wissen, vom Papst errichtet, um die Konzilsväter bei der Prüfung der mannigfaltigen Texte unter dem Gesichtspunkt des Ökumenismus zu unterstützen. Er schloss mit einem dramatischen Appell. Wir, die wir vom Heiligen Vater die Aufgabe empfangen haben, auf diesem Konzil auf die segensreiche Einführung des Dialogs mit unseren nicht-katholischen Brüdern hinzuarbeiten, bitten Sie alle ehrwürdige Väter, auf das zu hören, was das Sekretariat zur Beförderung der Einheit der Christen über das vorgeschlagene Schema denkt. Wie wir es sehen, fehlt es dem Schema beträchtlich am ökumenischen Geist. Es stellt keinen Fortschritt im Dialog mit den Nicht-Katholiken dar, sondern ein Hindernis. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, es ist schädigend. Wenn die von der vorbereitenden theologischen Kommission verfassten Schemata nicht in anderer Weise abgefasst werden, dann werden wir die Verantwortung dafür tragen, dass das Zweite Vatikanische Konzil eine ungeheuer große Hoffnung vernichtet hat. Diese Hoffnung teilen alle, die mit Papst Johannes dem 23. unter Gebet und Fasten erwarten, dass jetzt endlich einige ernstliche und bedeutende Schritte unternommen werden in Richtung auf brüderliche Einheit unter all denen, für die Christus, unser Herr, gebetet hat, dass alle eins seien. Als er vom Mikrofon wegtrat, brach die Versammlung in donnerndem Beifall aus. Man kam dorthin, wohin die liberale Fraktion kommen wollte. Entgegen der Verfahrensregel des Konzils wurde das Schema vor Wiederaufnahme der Diskussion auf Intervention des Papstes hin durch eine eigene Kommission revidiert. Diese Revisionskommission hatte 2 Vorsitzende, nämlich die Kardinäle Ottaviani und Beja. 6 weitere Kardinäle kamen noch dazu, unter ihnen Frings und Lienard. Professor Küng nannte die Verwerfung des Schemas über die Quellen der Offenbarung einen großen Schritt in die richtige Richtung. Zitat, es war etwas, worauf wir alle in Deutschland warten. Doch dadurch, dass wir eine Minderheit sind, hielten wir es nicht im Traum für möglich. Das revidierte Schema trug jetzt den Titel über die göttliche Offenbarung, nicht mehr über die 2 Quellen. Die 2 Quellen der Offenbarung waren vom Tisch
Und das Sola Scriptura, und die Sola Scriptura-Lehre war, wenn auch sehr verdeckt, dieser war der Weg gebannt. Doch werfen wir einen Blick auf den verabschiedeten Text. Artikel 12 geht mit der Aussageabsicht der biblischen Schriftsteller sehr auf die Formgeschichte und damit auf die protestantische Exegese ein. Besonders interessant ist Artikel 19. Waren dort im ersten Entwurf noch alle Exegeten verurteilt, die bezweifelten, dass alles, was die Evangelien berichten und wie sie es berichten, historische Wahrheit seien, so wurde dieser Passus bereits bei Beginn der Überarbeitungen gestrichen. Gegen die vorletzte Fassung, die Evangelien böten Wahres und Ehrliches aus der schöpferischen Kraft der Urgemeinde, erhob die Minderheit auf dem Konzil stürmischen Protest, unterstützt vom Papst. Die Kommission strich darauf die schöpferische Kraft der Urgemeinde, ließ das Wahre und Ehrliche stehen und fügte im ersten Satz ein, deren, das heißt der vier Evangelien, Geschichtlichkeit sie ohne Bedenken bejaht. Eine subjektivistische Abschwächung der objektiven Wahrheit. Der zweite Satz des Artikels macht sich die Ergebnisse der modernen Exegese behutsam zu eigen. Erster Schritt, die Apostel haben, nachdem Jesus weggenommen worden war, aus einem volleren Verständnis Christi heraus gepredigt. Zweiter Schritt, die Verfasser der Evangelien haben dieses so überlieferte Predigtmaterial redigiert, das heißt ausgewählt, zusammengezogen, im Hinblick auf die Lage der Kirche verdeutlicht, aktualisiert, wie die Exegeten sagen. Artikel 22 beschäftigt sich damit, wie die Schrift in guten Übersetzungen an den heutigen Menschen herankommen könnte und öffnet die Tür für ökumenische Bibelübersetzungen. Der endgültige Text wurde am 18. November 1965 als dogmatische Konstitution de Verbum verabschiedet. Drittens, das Schema über die allerseligste Jungfrau Maria. Im Protestantismus ist, wie wir eingangs gesehen haben, der katholischen Marienverehrung die theologische Grundlage entzogen. Somit musste das von der Zentralen Vorbereitungskommission erarbeitete Schema über die allerseligste Jungfrau auf die Skepsis, ja Ablehnung der Protestanten stoßen. Auch wenn ein Konzilsvater den nicht immer logischen und kohärenten Luther zitiert, der noch 1533 gesagt habe, das Geschöpf Maria kann nicht genug gepriesen werden. Und 1521 in seiner Abhandlung über das Magnificat geschrieben hat, was kann ihr, Maria, mehr gefallen, als wenn du auf diese Art zu Gott kommst durch sie und du von ihr lernst, an Gott zu glauben und auf ihn zu hoffen. Maria will nicht, dass du zu ihr kommst, sondern dass durch sie du zu Gott kommen sollst. Kardinal Ottaviani wollte dieses Schema noch am Ende der ersten Sitzungsperiode behandelt wissen. Es würde sich so der glückliche Umstand ergeben, sagt er, dass die Konzilsväter mit dem Beistand unserer lieben Frau die erste Sitzungsperiode in Einigkeit und Harmonie beschlossen hätten. Doch seine Einrede blieb unbeachtet. Dies kam nicht von ungefähr, bestand doch die Tendenz, das Schema als eigenständiges fallen zu lassen und es im Schema über die Kirche unterzubringen. Offensichtlich war Karl Rahner einer der Vordenker für eine solche Lösung. Zitat wiederum aus Raphael Wilken. Als die deutschen und österreichischen Konzilsväter nämlich nach der ersten Sitzungsperiode ihre Kopien des Schemas erhielten, baten sie Pater Rahner, einen Kommentar dazu zur Vorlage bei der bevorstehenden Fuldaer Konferenz zu verfassen. Nach Karl Rahner, dessen schriftlicher Kommentar an alle Teilnehmer der Konferenz verteilt wurde, war das Schema in seiner derzeitigen Abfassung eine Quelle der größten Sorge für ihn selbst und die Herren Grillmeier, Semmelroth und Ratzinger, die es ebenfalls vom theologischen Standpunkt aus geprüft hatten. Sollte der Text angenommen werden, wie er war, so behauptete er, so würde sich daraus vom ökumenischen Gesichtspunkt aus unvorstellbarer Schaden ergeben, sowohl in Bezug auf die Ostkirchen als auch auf die Protestanten. Er sagte, es könne nicht zu stark unterstrichen werden, dass der ganze durch das Konzil und in Verbindung mit dem Konzil auf dem Feld des Ökumenismus erreichte Erfolg hinfällig gemacht werden wird durch ein Festhalten an dem Schema, wie es dasteht. Es solle deshalb mit aller nur möglichen Zähigkeit darauf gedrungen werden,
dass das Schema über die allerseligste Jungfrau zu einem Kapitel oder zu einem Epilog des Schemas über die Kirche gemacht werde. Dies wäre der leichteste Weg, aus dem Schema Aufstellungen zu tilgen, die theologisch nicht genügend entwickelt sind und vom ökumenischen Gesichtspunkt aus nur unabsehbaren Schaden stiften könnten. Was er speziell attackierte, war die Lehre des Schemas über die Mütterschaft der allerseligsten Jungfrau Maria und der Titel Mittlerin aller Gnaden, den es der allerseligsten Jungfrau gab. Die Fuldaer Konferenz, die zwischen der ersten und der zweiten Sitzungsperiode stattgefunden hat, nahm seinen Vorschlag an, bestand jedoch im Gegensatz zu seiner Auffassung nicht auf der Streichung des Titels Mittlerin. Der dem Generalsekretär des Konzils von der Fuldaer Konferenz offiziell unterbreitete Vorschlag enthielt des Weiteren Zitate aus protestantischen Schriften. Bischof Dibelius von der Deutschen Evangelischen Kirche wurde zitiert mit einer Äußerung aus dem Jahr 1962, dass die Lehre der katholischen Kirche über Maria eines der Haupthindernisse für eine Union sei. Andere deutsche protestantische Autoritäten wie Hampe und Künneth waren zitiert in dem Sinn, dass die Konzilsväter in Rom daran denken sollten, dass sie durch Approbieren eines Schemas über Maria eine neue Trennwand errichten würden. Deshalb, so hatten diese Autoren gefolgert, solle das Konzil entweder über diesen Gegenstand Schweigen bewahren oder diesbezüglich Exzesse tadeln. Gemäßigtere protestantische Autoren, wie etwa Professor Meinhold, waren zitiert mit der Hoffnung, dass, wenn das Konzil überhaupt von der allerseligsten Jungfrau handeln werde, es dies in dem Schema über die Kirche tue, weil dann ein neuer Zugang zu der Lehre über die allerseligste Jungfrau eröffnet werden könnte. Das Thema der 37. Generalkongregation vom 30. September, der ersten Arbeitssitzung der zweiten Konzilsperiode, war das revidierte Schema über die Kirche. Als erster Sprecher zu diesem Thema legte Kardinal Frings von Köln dar, dass es höchst passend wäre, in das Schema über die Kirche alles auf die allerseligste Jungfrau Maria bezügliche einzuschließen. Neben anderen Überlegungen deshalb, weil ein solches Vorgehen sehr förderlich wäre für den Dialog mit den getrennten Christen. Der Kardinal wies darauf hin, dass seinem Standpunkt von 65 deutschsprachigen und skandinavischen Konzilsvätern beigepflichtet werde. Von jetzt ab gab es für und wieder die Eingliederung des Muttergottesschemas ins Kirchenschema, für und wieder die Verwendung des Titels Mittlerin oder auch Mutter der Kirche. So waren in einer zirkulierenden Broschüre zahlreiche Konzilsväter, darunter Kardinal Spellmann zitiert, die in einer schriftlichen Intervention die Frage gestellt hatten, ob das Schema Titel wie Corredemptrix, Reparatrix und andere, die von den Päpsten gebrauchte, mit Schweigen übergehen könne, einfach, weil sie etwas schwerer verständlich wären für die Protestanten. Der Kardinal, so heißt es weiter, sei gegen diese Art zu denken, weil die Aufgabe des ökumenischen Konzils mehr in der Belehrung der Glieder der Kirche als der Menschen außerhalb ihr bestehe. Bei der Abstimmung, ob das Schema Teil des Kirchenschemas werden sollte, siegte Karl Rahner und die Europäische Allianz mit einer Mehrheit von 17 Stimmen. In der dritten Konzilsperiode ging es dann in der Diskussion nochmals um die Maria zugelegten Titel. Kardinal Beer erhob wie andere Einspruch gegen den Titel Mediatrix, Mittlerin. Man einigte sich schließlich auf einen Kompromiss. Man behielt den Titel Mediatrix bei, angereiht an andere Titel, Auxiliatrix, Helferin, Adjutrix, um ihn nicht besonders hervorzuheben. Außerdem stellte man fest, diese Titel seien so zu verstehen, dass sie von der Würde und Wirksamkeit Christi, des einzigen Mittlers, weder etwas wegnehmen, noch ihr etwas hinzufügen. Professor Oskar Kullmann gab am Ende des Konzils eine lange Pressekonferenz, in deren Verlauf er sagte: Wir können die Enttäuschung nicht mit Schweigen übergehen, die wir empfanden, als Maria der Titel Mittlerin gegeben wurde. Der Umstand, dass der Text über Maria nach so langer Diskussion über seine Platzierung schließlich das Schlusskapitel des Schemas über die Kirche werden sollte, welcher Beschluss ja eine Schwächung der Mariologie zur Absicht hatte,
hat sie in Wirklichkeit gestärkt, da nun alles, was über die Kirche festgestellt wird, sozusagen in diesem Kapitel kulminiert. Im Akzidentiellen hatten also die Protestanten, hat der Protestantismus nicht all das erreicht, was er in seinen Prinzipien gemäß auf dem Konzil anstrebte. Viertes Schema, ein Dekret über die Kirche. Unter dem Gesichtspunkt der Ökumene muss dieses Schema eine besondere grundsätzliche Bedeutung erfahren. Wird es doch sowohl für Katholiken als auch für Protestanten Auskunft geben über das Selbstverständnis der Kirche. Nicht umsonst verteidigt Kardinal Ottaviani gleich eingangs am 1. Dezember 1962 den ausgearbeiteten Entwurf, der nichts desto weniger in der Folge als zu theoretisch, zu legalistisch hart kritisiert wurde, weil er den mystischen Leib schlicht und einfach der katholischen Kirche gleichsetzte. Der mystische Leib ist die katholische Kirche. Weil er nur herablassend über die Laien Bezug nehme, weil er zu exzessiv auf den Rechten und der Autorität der Hierarchie insistiere und eine liebevolle missionarische und ökumenische Vorgehensweise vermissen lasse. Ein Redner, Bischof de Smet, fasste diese Kritik in drei Schlagworte zusammen. Das Schema sei schuldig des Triumphalismus, des Klerikalismus und des Legalismus. In den folgenden Diskussionen der zweiten Sitzungsperiode wurde dann diskutiert über die Wiedereinführung des ständigen Diakonats, mit oder ohne Zölibatsverpflichtung, wobei einige Redner zu Recht befürchteten, ein Diakonat ohne Zölibatsverpflichtung sei ein Schritt zur Lockerung der Zölibatsverpflichtung für den Priester. Noch weit wichtiger erschien die Frage der Kollegialität. Die Rheinische Allianz bewerkstelligte es, dass dem Konzil vier Fragen zur Abstimmung vorgelegt wurden, durch die eine zweite höchste Autorität in der Kirche eingeführt werden sollte, nämlich das Bischofskollegium mit dem Papst an der Spitze als Nachfolger des Apostelkollegiums. Das heißt einerseits der Papst, andererseits das Bischofskollegium mit dem Papst an der Spitze. Zwei Autoritäten. Zu Recht sahen Redner in einer solchen Ausrichtung den Weg zur Demokratisierung der Kirche, den Übergang zu einer Art Weltparlament und im Rahmen der Bischofskonferenzen den Übergang zu einer Art regionalem und nationalem Konzil. Von Interesse für unser Thema dürfte auch der Versuch der Rheinischen Allianz sein, den Ordensleben für die Kirchen nur eine untergeordnete Bedeutung beizumessen. Wir haben ja gesehen, wie Luther das Ordensleben eingeschätzt hat, nicht wahr? Also folglich muss das Ordensleben im Konzil eine möglichst geringe Rolle spielen. Im endgültigen Text, approbiert am 21. November 1964, interessiert uns zunächst der Artikel 8. Dort wird die Identifizierung der Kirche mit dem fortlebenden Christus vermieden. Im zweiten Abschnitt erklärt der Artikel, die Kirche Christi sei verwirklicht in der katholischen Kirche, subsistit in, ja, ist verwirklicht oder besteht in oder wie auch immer. Sei verwirklicht in der katholischen Kirche unter der Leitung des Nachfolgers Petri und der Bischöfe in Gemeinschaft mit ihm. Also, das Est ist gestrichen. Nach Karl Rahner ist das Ist verwirklicht, subsistit in, absichtlich an die Stelle eines früheren Ist, ist die katholische Kirche getreten, womit sich die Aussage für den Schluss des Absatzes öffnet, dass außerhalb des sichtbaren gesellschaftlichen Gefüges der katholischen Kirche vielfältige Elemente der Heiligung und der Wahrheit bewusst nach langer Diskussion eingefügt, als der Kirche Christi eigene Gaben zu finden sind. Die katholische Kirche ist also wohl die institutionelle und vollkommene Verwirklichung der von Christus gewollten Kirche, aber die Verwirklichung der Kirche erschöpft sich nicht im Institutionellen. Schon gar nicht ist die katholische Kirche lateinisch. In diesem ökumenischen Geist wird die Kirche hier und öfters nicht als römisch, der Nachfolger Petri nicht als Pontifex Romanus bezeichnet. Entsprechend frühere Formulierungen wurden gestrichen. Im dritten Absatz des Artikels werden die Kirche der Armut und der Armen, der Verzicht auf irdische Herrlichkeit und die Berufung zum guten Beispiel christologisch begründet. Im Unterschied zu Christus aber kennt die Kirche die Sünde in sich. Sie wird zwar nicht ausdrücklich als Kirche der Sünder bezeichnet,
Aber nach Karl Rahner ist dies mit ausgesagt. In § 22 wird dann tatsächlich der Kirche im Kollegium der Bischöfe in Gemeinschaft mit seinem Haupt, dem Nachfolger Petri und unbeschadet dessen primatialer Gewalt über Hirten und Gläubige eine zweite höchste Autorität zugeschrieben. Allein durch die im Text auf Anordnung des Papstes beigefügte Nota Previa wurde die monarchische Struktur der Kirche und der Primat Petri gerettet. Der Abschnitt 9 handelt über das Volk Gottes, noch bevor über die Hierarchie gehandelt wird. Denken Sie daran nicht, dass Christus zunächst seine Apostel berufen hat und dass diese dann berufen sind, nicht wahr, die Seelen der Kirche einzugliedern. Also zunächst steht Christus, die Hierarchie, und dann kommen die Gläubigen. Im Konzil genau umgekehrt, sodass also sozusagen ein Aufbau von unten zu sehen ist. Damit muss notwendigerweise der Eindruck entstehen, als könne dieses grundsätzlich ohne jene existieren. Das heißt, das Volk Gottes ohne eine Hierarchie. Im Zusammenhang mit dem Heilswirken der Kirche sagt der Artikel 34, Christus gebe den Laien auch Anteil an seinem Priesteramt. Schon zuvor hatte Artikel 30 festgestellt, es sei nicht Aufgabe der Hirten, die ganze Heilssendung der Kirche in der Welt allein auf sich zu nehmen. Immer wieder wird der Unterschied zwischen Laien und Klerus wohl erwähnt, dann aber behauptet, beide hätten Teil an den drei Ämtern Christi. Der Unterschied wird nicht nur nicht herausgestellt, sondern er wird so weit wie nur möglich verwischt. Fünftens, das Ökumenismusdekret. Die Beobachtungsgäste waren speziell interessiert an dem Schema über den Ökumenismus, das auf der 69. Generalkongregation am 18. November aufgenommen wurde. Es umfasste nur drei Kapitel und wurde der Versammlung durch Erzbischof Joseph Martin von Rouen, Frankreich, ein Mitglied von Kardinal Beas Sekretariat zur Beförderung der Einheit der Christen, vorgelegt. Er erklärte, dass das Schema als pastorales Dokument zur Unterrichtung der Katholiken gedacht sei und ihnen helfen solle, Bedeutung und Zweck der ökumenischen Bewegung und ihrer providenziellen Rolle in der Kirche zu verstehen. Das Schema des Dekrets entstand unter der Verantwortung des Sekretariats für die Förderung der Einheit der Christen und enthielt zunächst fünf Kapitel, von denen das vierte und das fünfte später abgetrennt und zu eigenen Konzilserklärungen, nämlich über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen und über die religiöse Freiheit, wurden. Die ersten drei Kapitel wurden am Ende der zweiten Konzilssitzungsperiode 1963 diskutiert. Nach Einarbeitung der Änderungsvorschläge wurde in der dritten Konzilsperiode 1964 detailliert über das Schema abgestimmt. Kardinal Beer ignorierte dabei wichtige weitere Verbesserungsvorschläge, sodass der Papst sich selbst genötigt sah, autoritativ 19 Verbesserungen einzubringen. Der Text wurde schließlich am 21. November 1964 vom Konzil angenommen und am gleichen Tag promulgiert. Zunächst einmal wird in dem Text von der Wiederherstellung der Einheit unter den Christen gesprochen, ohne die Notwendigkeit der Rückkehr zu erwähnen. Die Trennung sei geschehen, oft nicht ohne Schuld der Menschen auf beiden Seiten. Karl Rahner vermisst in seinem Konzilskommentar dabei das Schuldbekenntnis der Kirche als solcher. Der Text gesteht sodann den Protestanten das bona fide getrennt sein zu. Also sind sie nicht formal Heretiker. Vielmehr sind sie durch den Glauben gerechtfertigt und in die Kirche durch die Taufe eingegliedert. Die Feststellung, ihre Heilsgüter gehörten rechtens de jure der katholischen Kirche, ist einer von den 19 Einschieben des Papstes. Abschnitt 4 im dritten Artikel ist von größter Bedeutung. Er sagt, dass die getrennten Kirchen und Gemeinschaften nicht ohne Bedeutung und Gewicht im Geheimnis des Heils sind und vom Geist Christi als Mittel des Heils gebraucht werden. Damit wird der Sache nach nicht nur anerkannt, dass die entsprechenden Gemeinschaften als solche für ihre Glieder Mittel des Heils sind, sondern es wird darüber hinaus gesagt, dass sie überhaupt, trotz aller Mängel, eine positive heilsgeschichtliche Funktion haben. Artikel 4 handelt im Ganzen von der unter der Gnade des Heiligen Geistes entstandenen ökumenischen Bewegung und spricht von der notwendigen Erneuerung und Reform der Kirche. Sein vierter Abschnitt sagt, dass ökumenische Arbeit etwas wesenhaft anderes ist als die Förderung von Einzelkonversionen. Im gleichen Abschnitt, Artikel 8, wird von den Katholiken verlangt, dass sie die wahrhaft christlichen Güter bei den getrennten Brüdern
als wunderbare Werke Gottes anerkennen und hochschätzen. Artikel 9 sagt noch mehr, dass alles, was der Geist Gottes bei diesen gewirkt habe, auch zu unserer eigenen Erbauung und zum tieferen Erfassen des Geheimnisses Christi und der Kirche beitragen kann. Artikel 6 beschreibt die dauernde Reform der Kirche, soweit sie menschliche und irdische Einrichtung ist, als wesentlichen Bestandteil der ökumenischen Bewegung. Artikel 7 enthält eine ehrliche Bitte um Gewährung von Verzeihung gegenüber den getrennten Brüdern im Hinblick auf alle Sünden gegen die Einheit. Artikel 8 spricht von der Communicatio in Sacris. Kardinal Jäger interpretiert sie als Gottesdienstgemeinschaft bei Gebet und Wortgottesdienst. Artikel 10 fordert, die gesamte Theologie, einschließlich der historischen Fächer und auch die Priesterausbildung, müssten im ökumenischen Geist geschehen. Artikel 11 fordert dasselbe für die Art und Weise der Glaubenslehre. Es müsse eine Sprache geführt werden, die von den getrennten Brüdern wirklich verstanden werden könne. Für den theologischen Dialog fordert das Konzil die Anerkennung der Hierarchie der Wahrheiten. Artikel 19 gesteht schließlich auch den Protestanten die Bezeichnung Kirche zu. Und Artikel 20 bringt die Freude über deren Christusbezogenheit zum Ausdruck. Sechstens, die Religionsfreiheit. Das Dekret über die Religionsfreiheit, die Erklärung über die Religionsfreiheit. Die Erklärung über die Religionsfreiheit konnte die protestantischen Konzilsbeobachter und die Protestanten überhaupt nicht gleichgültig lassen. Und dies in doppelter Hinsicht. Zunächst waren katholische Staaten faktisch ein Bollwerk der katholischen Kirche, ein Hindernis für die Ausbreitung des Protestantismus, vor allem in den romanischen Ländern und in Lateinamerika. Noch wichtiger dürfte ihnen allerdings die Erklärung der Religionsfreiheit als philosophisch-theologisches Prinzip gewesen sein, würde sich doch eine solche Erklärung dem protestantischen Begriff von der moralischen Freiheit des Christenmenschen annähern. Zumindest würde eine solche Erklärung von den Protestanten, ja selbst von vielen Katholiken, als solche verstanden. Zudem wäre sie eine Überwindung des katholischen Absolutheitsanspruches der objektiven Ordnung im gesellschaftlichen Bereich. An ihrer Stelle treten die protestantische Freiheit, der Subjektivismus, Individualismus und der religiöse Relativismus. Damit wäre auch der Schritt zum ökumenischen Dialog, zur ökumenischen Zusammenarbeit getan, in der grundsätzlichen Gleichstellung aller Konfessionen. Nicht umsonst drehte sich das erste Gespräch von Kardinal Beer und von Wissertorf um die Religionsfreiheit. Und so darf es nicht verwundern, dass bereits in der zentralen Vorbereitungskommission sowohl Kardinal Ottaviani als auch Kardinal Beer zwei genau entgegengesetzte Schemata zum gleichen Thema einbrachten. Der erste mit dem Titel über die religiöse Toleranz, der zweite mit dem Titel über die Religionsfreiheit. Jeder von beiden hielt sich für kompetent für ein solches Schema. Der erste im Namen der Verteidigung des Glaubens, der zweite im Namen des Dialogs mit den getrennten Brüdern. Die fortgesetzten Beziehungen Kardinal Beers mit dem Ökumenischen Weltkirchenrat wurden bereits erwähnt. Dieser Organismus gab im Juli 1965, also gerade vor der letzten Konzilssitzung, ein Dokument mit der Forderung der Protestanten bezüglich der Religionsfreiheit heraus. Einige Monate später war jede dieser 7 Forderungen durch das Dokument Dignitatis Humanae erfüllt. Kardinal Willebrands kommentierte, Zitat, eine offene und klare Stellungnahme über die Religionsfreiheit erschien unabdingbar, um die Bedingungen des ökumenischen Vertrauens zu schaffen. Konklusion aus meinem Vortrag. Im 16. Jahrhundert haben Luther und die anderen Reformatoren ganze Länder vom Heiligen Stuhl, dem Zentrum des durch den Heiligen Geist erneuerten Teiles der Menschheit, also der Heiligen Kirche, losgerissen und sie in Schisma und Häresie geführt. Seither ist die Christenheit gespalten. Nicht die Kirche ist gespalten, sondern die Christenheit. Um diese Spaltung angeblich zu überwinden, haben die Protestanten auf dem Konzil in eigener Person und durch die liberalen Konzilsväter der Rheinischen Allianz die protestantischen Prinzipien in die Kirche selbst eingebracht. Eine protestantisierende Liturgie, eine demokratisierende Kirchenverfassung, die Verwässerung des katholischen Dogmas, die Säkularisierung der katholischen Staaten sind die Folgen. Die Kirche hat in den meisten ihrer Vertreter und mit Billigung der Päpste die Reform des 16. Jahrhunderts nachgeholt.
Die wahre Kirche dagegen ist verborgen unter einer in der protestantischen Häresie und in unzähligen heretisierenden, liberalen und antikatholischen Strömungen geeinten Christenheit. Die Verheißungen des Herrn, et porte inferi non prevalebunt, adversus eum, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen, und die Fürsprache Mariens, Mittlerin aller Gnaden, ist inmitten des weltweiten Unheils unsere einzige Hoffnung. Minuten Zeit bis zur Vorbereitung des Mittagessens und auch für Pater Schmidtberger und ich stehe Ihnen für Fragen jetzt bereit, sei es zu seinem Vortrag, sei es zu meinem. Bitte schön. Ja, Herr Dr. Marietzoni. Sie haben gestern gesagt über Literatur, über das Zweite Vatikan. Ich möchte empfehlen, das Buch, das vom Courrier de Rome herausgegeben, also eine Aufsatzsammlung, unter anderem auch von Pater Schmidtberger, Le Concile 40 ans après. Und da ist ein hervorragender Aufsatz von Professor Pasqualucci, ob man das Konzil, die kanonische Autorität des Konzils in Frage stellen könnte. Und Professor Pasqualucci behauptet, ja. Ich meine, seine Argumente sind die eines hervorragenden Juristen. Sie sind stichhaltig. Unter solchen Bedingungen muss man sich fragen, wäre es nicht besser. Man verwirft das Konzil. Also gut, es hat stattgefunden, aber man anerkennt keine Gültigkeit daran. Können Sie den Titel dieses Buches nochmal nennen? Das heißt, warten Sie, Frau Türkauf habe ich es ausgegeben. Das heißt, Pensée Vatican II, 40 ans après, Acte du 6e Congrès Théologique de Sissi-Nonon, Rom, Janvier 2004. Es stand unter der Schirmherrschaft von seiner Exzellenz Bischof Pelle. Es haben da. Also wenn Sie mal einschauen wollte, ich selbst werde daher auch einen Blick mal hineinwerfen, dann kann man sich da ja informieren. Wir haben es wohl nicht auf dem Schriftenstand, weil da normalerweise nur Deutschliteratur liegt. Ja, Pater Schmidtberger, wenn Sie vielleicht dazu kurz was sagen wollten, das ist ja ein ganz heikles Thema, da würde ich mich lieber mal als Nicht-Theologe zurückhalten wollen. Zunächst mal also zu dem Vortrag von Professor Pasqualucci. Das war also auf dem Sissi-Nonon-Kongress Anfang Januar 2004 in Rom. Ich habe da selber ebenfalls einen Vortrag gehalten. Und er hat also hier diese These vertreten oder beziehungsweise hat also sich vorgewacht zu der Frage, ist das Konzil kirchenrechtlich, kann man das anzweifeln, kirchenrechtlich? Ja, jetzt nicht einzelne Aussagen, sondern überhaupt das Konzil. Und er hat da eher zu der These geneigt, dann, dass das sehr wohl der Fall sei. Ich glaube, dass man also in Zukunft dieser Frage sicher Aufmerksamkeit schenken muss. Ich persönlich war bis vor kurzem der Auffassung, dass das Konzil in drei Teile, was die Texte anbetrifft, aufgeteilt werden kann. Ein Teil, der und sicher der Löwenanteil, der also mit der Tradition durchaus übereinstimmt, den man retten kann. Dann ein weiterer Teil, der zu erklären ist im Sinne der Tradition und ein weiterer Teil, der nicht gerettet werden kann, der eliminiert werden kann. In dem Sinn hat sich auch mir gegenüber Kardinal Stiegler geäußert. Er hat gesagt, das Konzil muss überarbeitet werden. Das Konzil muss überarbeitet werden. Gerade diese Vorbereitungsarbeiten für diesen Vortrag bei Sissi-Nonon haben mich allerdings zu der Auffassung geführt, dass das Konzil kaum zu retten ist. Kaum zu retten ist, rein vom Inhalt her, weil man sieht hier überall nicht wahr, schlechte Absichten, die dahinter gestanden haben, wie das Konzil manipuliert worden ist. Und insofern wird man also dieser Frage der Ungültigkeit des Konzils vom kanonischen Standpunkt aus eine vermehrte Aufmerksamkeit widmen müssen. Aber das kann also, können wir hier also keineswegs beschließen oder nicht wahr, in Angriff nehmen. Das ist eine sehr viel größere Arbeit, das ist eine Riesenarbeit, nicht die in Zukunft auf uns zukommt, auf die Kirche zukommt. Aber ich glaube, es ist eine dringende Arbeit. Ja, zu einigen konkreten Punkten, wie weit die dann doch mit der Tradition noch vereinbar sind oder nicht. Sie haben ja gerade eben gesagt, dass Sie auch die Texte einteilen würden in diese verschiedenen Kategorien.
manches, was vielleicht doppeldeutig ist, aber einordnenbar. Zwei Punkte wollte ich herausgreifen. Das eine ist das Subsisted In. Ich kann mich erinnern, dass, glaube ich, selbst Pater Gaudron in dem Katechismus zur Kirchenkrise sagt, dass man es vielleicht noch irgendwie mit der Tradition vereinbaren kann. Meine Frage wäre, ob man es nicht in die Richtung deuten kann, dass man sagt, in der Tat, natürlich außerhalb der sichtbaren, jetzt konfessionellen Grenzen der katholischen Kirche gibt es A, Elemente wie Sakramente, gültige Taufe, B, gibt es ja die Zugehörigkeit vielleicht zur Seele der Kirche. Kann man Ihres Erachtens, ich weiß nicht, wer antworten will, das so noch retten, oder würden Sie sogar sagen, es sei nicht so rettbar? Oder? Und die zweite Frage wäre, wenn ich die gleich anschließen darf, die Kollegialität. Auch da mache ich mich vielleicht jetzt mal zum Advokator, dass ich sage, vielleicht kann man die ja doch noch traditionell deuten, mir scheint das so, weil es gibt ja den Unterschied zu dem Akt des Papstes, wenn er ein Papst ein Dogma verkündet. Es gab ja immer in der Tradition auch die Möglichkeit, dass ein Konzil, zwar nie ohne den Papst, aber so wird es ja auch dargestellt, nie ohne das Haupt, aber eben als Konzil ein Dogma verkündet. Oder das ordentliche Lehramt, was ja auch die über die Welt verteilten Bischöfe sind, kann man das nicht eben dann doch, oder mir scheint es, dass man das doch traditionell deuten kann, diese beiden höchsten Ämter, also höchsten Arten der Unfehlbarkeit. Einverstanden, Herr Parashmir, würde ich auf die erste Frage antworten und die zweite Ihnen überlassen. Was die erste Frage betrifft, ja und nein. Das Problem liegt ja darin, dass diese Elemente, die dann eben außerhalb der Kirche sich befinden, Elemente der Wahrheit sind, wahrheitsträchtige Elemente, vielleicht sollte man noch besser so sprechen, wie Pfarrer Milch das ausgedrückt hat. Das ist wohl richtig. Aber es müsste eben immer und ganz klar dabei betont werden, dass sie in einem System des Irrtums sich befinden. Und das ist eben leider an entscheidenden Stellen nicht getan. Ich habe Sie ja darauf hingewiesen, dass wir in Ad Gentes Divinitus solche Bemerkungen in der Tat finden, aber eben in anderen Stellen, vor allen Dingen am schlimmsten Nostra Aetate, das nicht gemacht ist und eben auch in Lumen Gentium 8 das nicht klar ausgedruckt ist. Ich darf in den Text noch mal in Erinnerung rufen, diese Kirche in dieser Welt als Gesellschaft verfasst und geordnet, ja, nun ist verwirklicht oder nach der neuen Übertragung existiert in der katholischen Kirche, die vom Nachfolger des Petrus und von den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm geleitet wird. Jetzt kommt es. Auch wenn sich außerhalb ihres Gefüges mehrere Elemente der Heiligung und der Wahrheit finden, die als der Kirche Christi eigene Gaben auf die katholische Einheit hindrängen. Übrigens, diese Netzformulierung ist außerordentlich schwammig. Von der lateinischen Textfassung her eigentlich falsch. Denn wir fragen ja, quae ut dona ecclesia Christi propria ad unitatem catholica impellunt, quem vel quid impellunt? Das bedarf ja eines Objektes. Wen denn? Das ist doch gar kein Latein, so etwas, nicht wahr? In Deutsch wird das kaschiert durch hindrängen, das kann auch intransitiv gebraucht werden. Ich dränge zu etwas hin. Ja? Das wird kaschiert. Das ist im Lateinischen aber ganz eindeutig transitiv. Das ist kein ordentliches Latein, weil man bewusst offenbar nicht hat sagen wollen, wen es nun eigentlich zur Einheit hindrängt, ja? Müsste die Protestanten zur Einheit hindrängen. Wir haben da keine höhere Einheit zu suchen, die uns immer suggeriert wird. Und hier ist das eben nicht erwähnt. Hier sieht das so aus, als wenn da so doch das irgendwie ganz gute Elemente sind, die wertvoll sind. Sie verlieren ja letztlich ihren Wert, wenn sie in einem System des Irrtums sich befinden, rein philosophisch und noch schlimmer theologisch, dadurch, dass sie der Offenbarung widersprechen. Und das müsste immer gesagt werden. Und die ganz große Gefahr ist natürlich, obwohl es da mittlerweile Erklärungen zu gibt, dass das Subsistit in Ecclesia Catholica auch noch weiter gefasst wird, dass sie also nicht nur in Sola Ecclesia Catholica subsistet, sondern auch irgendwo anders, Alibi subsistet. Da gibt es zwar mittlerweile Erklärungen zu, dass man das nicht so verstehen soll, aber ich erinnere Sie dann, Pater Schmidberger hat es ja auch nochmal erwähnt, wir haben ja immerhin den Begriff Kirchen als theologischen, nicht soziologischen Terminus in Unitatis Redintegratio 19 für die protestantischen Denominationen drin stehen, nicht wahr? Das ist ja schon alles sehr problematisch. Also insofern würde ich sagen, es hat beim alten S zu bleiben, wie es auch vorgesehen war, wie es Pius XII. Noch einmal festgezogen hat. Das sind die alte Diskussion. Man soll ja nicht denken, als wenn plötzlich da irgendwie der Heilige Geist die Leute erleuchtet hätte, dann wären die auf solche Gedanken gekommen. Das sind ja zum Teil Jahrzehnte alte Diskussionen, zum Teil sind sie noch älter. Das ist ja alles von Pius XII. Geklärt worden schon, nicht wahr, dass das also S heißen muss. Und dann kann man das andere ja von mir aus erwähnen, müsste aber immer dazu fügen,
dass es also im System des Irrtums steht und gereinigt werden muss von diesem Irrtum, wie es in Agentes Divinitus in der Tat noch heißt. Das wäre so ungefähr meine Antwort darauf. Die andere Spezialfrage ist auch von der Frau Teufenbach, die nun das retten will, indem sie sagt, das kommt von einem großen konservativen Theologen, ich war Tromp. Das spielt ja überhaupt gar keine Rolle. Erstens mal, das ist ein Argumentum ab Autoritate. Und das ist also abgesehen davon, wenn es um das Lehramt geht, das Dinge festlegt, das schwächste Argument, das wissen wir nun spätestens seit dem Heiligen Thomas, das besagt ja nun überhaupt nichts. Und zweitens ist es eben auch so, was sie übersehen hat, ich hatte, glaube ich, schon darauf hingewiesen, es gab noch schlimmere Formulierungen. Die wollte Trump offenbar damit verhindern. Das war ein taktischer, geschickter Zug gewesen. Das wäre meine Antwort zu der Frage. Ich habe hier noch einen Satz hinzuzufügen, der genau an meinen Vortrag anschließt. Es ist inzwischen bekannt, dass das Subsistit in ins Konzil hereingekommen ist, eigentlich nicht durch Tromp, sondern durch den Pastor Schmidt, der das in einem Brief an uns geschrieben hat, in einem Brief vom 3. August im Jahr 2000 an Pater Gaudrum. Wir haben bei dem angefragt, wir haben nämlich gehört, dass dieses Subsistit in durch die Protestanten, durch einen protestantischen Pastor hineingetragen worden ist, und dieser Pastor Schmidt bestätigt das. Das ist ein Deutscher, der als Konzilsberater oder Konzilsbeobachter, besser gesagt, am Konzil teilgenommen hat, und er sagt, jawohl, ich bin es gewesen, nachdem die Diskussion aufgebrochen ist, der also diesen Vorschlag schriftlich gemacht hat. Ich habe ihn dem damaligen Konzilstheologen Ratzinger übergeben. Ratzinger hat ihn natürlich weitergegeben an seinen Konzilsvater, nicht an Kardinal Frings, und so ist das Subsistit in, nicht in das Konzil reingekommen. Da kommt also, wir haben den Beweis dafür, schwarz auf weiß, dass das durch die Prozente reingetragen worden ist. Das müssen Sie mir unbedingt geben, Pater Schmidberger. Denn der David Berg hat mich schwer angeschossen, weil ich immer noch bei der Ablehnung von Subsistit stehen geblieben bin, wie auch eben dargelegt. Und auch versuche, die Frau Teufenbach dazu widerlegen, das ist natürlich ein fantastisches Argument. Also das müssen Sie mir irgendwann mal zukommen lassen. Die Sache steht fest. Ja. Ja. Zweitens, jetzt zu der Frage der Kollegialität. Es ist klar, dass also ein Konzil ein besonderes Ereignis ist, aber das ist eben ein punktuelles Ereignis in der Kirche, wo also die Bischöfe beraten und dann auch beschließen und das Konzil dann aber nur rechtsgültig ist oder eine Aussage nur also wirklich authentisch ist, wenn sie durch den Papst anschließend bestätigt wird. Ja, das ist also klar. Aber es geht hier nicht darum, nicht, dass jetzt hier ein Konzil als außerordentliches Ereignis einberufen wird bei der Kollegialität, so wie sie das Konzil verstanden hat oder verstanden haben wissen wollte, sondern es geht darum, dass ein wahres Redesystem eingeführt wird. Ich glaube, das kam auch in einem Vortrag zum Ausdruck, nicht, dass also eine dauernde Einrichtung eingeführt werden soll, eine Art Parlament, eine Art Rat, Kirchenrat, mit dem der Papst regiert. Und jetzt hier finden sich eben genau zwei Autoritäten, einerseits der Papst, andererseits dieser Rat mit dem Papst an der Spitze. Aber das ist, erstens ist das gegen die Tradition, zweitens lehnt das vom rein praktischen Standpunkt aus völlig die Kirchenregierung. Der Papst kann nicht mehr die Kirche regieren dann, ist ausgeschlossen. Sondern wenn Sie also 10 Leute, Bischöfe nicht um sich haben, die gegen zum Beispiel, also die alle für die Einführung der Pille sind, nicht, oder der Zulassung der Pille, der empfängnistötenden Mittel, nicht, wie das also bei dieser Kommission vor Humane Vitae, nicht wahr, geschehen ist, dann braucht es einen außerordentlichen Mut, nicht wahr, das ist von Seiten des Papstes, nicht wahr, einen heroischen Mut, nicht wahr, um dem zu widerstehen und das Gegenteil zu verkünden der Welt. Und welcher Schaden damals angerichtet worden ist, nicht wahr, durch diese Kommission, die Paul VI. Da eingesetzt hat, das weiß jeder Mann, weil es ist durchgesickert, dass diese Kommission dafür ist, für die Zulassung der kontrazeptiven Mittel, nicht wahr, für die Anerkennung, dass die moralisch sind. Und jemand hat das bereits als gegeben angesehen. Und als nun der Paul VI. Da mit Humane Vitae 1968 auftischt, da kommt der große Protest, nicht wahr, die große Revolte, nicht wahr. Das ist ausgeschlossen, nicht wahr, das zerstört die Kirche. Und der Paul VI. War sich im Klaren darüber, das heißt also, ist das hinterbracht worden, dass hier ein wirklicher Anschlag gegen die monarchische Struktur der Kirche besteht. Er hat deshalb die Nota Previa mit eingefügt als authentischen Konzilstext. So etwas hat es überhaupt noch nie gegeben, dass ein Konzil zunächst etwas verabschiedet und dann im gleichen Konzil gleich etwas gesagt werden muss, um das Konzil zu verdeutlichen. Ja, verrückt so etwas. Ja. Gut, aber es ist so geschehen, nicht? Und das ist im Konzilstext verhindert worden, aber im neuen Kirchenrecht
stehen genau diese zwei Gewalten drin. Das heißt, das neue Kirchenrecht basiert auf dem Konzil unter Außerachtlassung der Nota Praevia. Und das ist doch das ganze Elend, das wir heute sehen, nicht, dass die ganze Kirchenstruktur nicht wahr, gelähmt ist. Nicht, der Papst ist gelähmt durch diese Bischofssynode und Bischofskonferenzen. Die Bischofskonferenzen ihrerseits lähmen den einzelnen Bischof. Der einzelne Pfarrer ist gelähmt durch den Pfarrgemeinderat. Nicht, das ist alles das Prinzip der Kollegialität. Das geht das durchgehend ist das. Das ist ein Demokratisieren, eine Demokratisierung der Kirche, wie sie die Protestanten gefordert haben. Also ich halte das für unannehmbar, völlig unannehmbar. Der Georg Mayer hat ein hervorragendes Buch geschrieben über diese Demokratisierung der Kirche. Bitte schön. Herr Mayer, wie stufen Sie die Bemerkung des Papstes Benedikt XVI., dass es nicht der Anlass vielleicht sein der Anlass war die Einführung ins Amt, ins Hohe Amt, da sagt er diese Rede dann noch genannt, die Stärkung der Kollegialität. Wie stufen Sie diese Frage? Ich mag jetzt ein bisschen spekulativ sein, aber Sie kennen ihn ja negativ, vielleicht können Sie uns da ein wenig aufklären. Also ich fürchte, dass also hier schon falsche Prinzipien am Werke sind. Ich muss es leider sagen. Also es war Kardinal Ratzinger, der in der Universität der Waldenser in Italien vor einigen Jahren einen Vortrag gehalten hat, wo er sagte, man müsste vielleicht den Anspruch des Primats zurückschrauben auf das erste Jahrtausend der Kirche. Das heißt also, das erste Vatikanum mit Pastor Eternus ausblenden und sich darauf beschränken. Nun, also entweder antworte ich darauf. Entweder ist Pastor Eternus, nicht wahr, das erste Vatikanum, nicht wahr, ein unfehlbares Konzil, dann ist das also katholische Wahrheit von Gott geoffenbart, nicht wahr, da führt kein Weg daran vorbei, und dann kann man das nicht ausblenden, nicht wahr, kann nicht mehr dahinter zurückgehen. Nicht wahr. Oder aber, nicht wahr, das ist also, man kann dahinter zurückgehen, dann ist das erste Vatikanum, nicht wahr, dann ist aber jedes andere Konzil, nicht wahr, kann dann hinterfragt werden. Also ich finde das also sehr, sehr bedenklich, das muss ich sagen. Aber das ist also sicher geschehen im Hinblick auf sein Verlangen, mit den Orthodoxen näher ins Gespräch zu kommen. Ja, das ist ja einer der Programmpunkte seines Pontifikates, wie wir inzwischen wissen, dass er also die Spaltung mit den Orthodoxen überwinden kann. Aber verstehen Sie, man kann die Spaltung nicht überwinden außerhalb der vollen, klaren Wahrheit, nicht wahr? Die selbstverständlich in Liebe gesagt werden muss, nicht und psychologischem Einfühlungsvermögen, alles das, nicht wahr? Pädagogisch-psychologische Aspekte, die kann man alle, nicht wahr, einbringen, das ist keine Diskussion, muss man einbringen, nicht wahr? Aber an der Wahrheit führt kein Weg vorbei. Leider hat der regierende Papst jetzt als Kardinal Ratzinger ja mehrmals diese Vision von der Einigung auf das erste Jahrtausend gebracht. Nun muss man andererseits sagen, der Jurisdiktions- und der Lehrprimat sind natürlich voll entwickelt bereits um 1000 herum. Nicht wahr? Das ist also auch so eine Lüge, die immer wieder aufgetischt wird. Da kann man sogar orthodoxe Theologen befragen, die das zugeben. Aber das ist so seine Vorstellung, die ist natürlich sehr, sehr gefährlich. Wir haben andererseits ein paar, glaube ich, positive Ansätze. Also er hat tatsächlich ja nun wieder hingewiesen auf, ich glaube, Pater Grün hat das gestern in seiner Predigt hier erwähnt, ganz am Anfang, in einer seiner ersten Reden, auf Apostelgeschichte 4, dass es eben ohne den Namen Christi keine Rettung gibt. Und er hat auch ja den Relativismus zurückgewiesen. Mir wurde jetzt auf dem Lateinseminar, was wir hatten, noch etwas sehr Interessantes von einem Prälaten erzählt, der in Rom tätig ist, der uns mit einer gewissen Sympathie gegenübersteht. Dass der jetzt hier Papst Benedikt also in einem privaten Gespräch, das ihm hintertragen wurde, wohl darauf hinwies, dass man künftig den Dialog mit den anderen Konfessionen und Religionen fortsetzen werde, aber man müsse stärker als bisher geschehen doch darauf hinweisen, dass es außerhalb der katholischen Kirche kein Heil gebe und die Wahrheit die katholische Kirche besitze. Wie gesagt, das ist also über zwei Zwischenquellen gegangen. Man weiß nicht, wie zuverlässig das letztlich ist. Aber die Person, die es mir berichtet hat, scheint mir nicht von vornherein unglaubwürdig zu sein. Also das ganze Problem ist natürlich, Pater Schmidberger weiß das viel besser, dass Kardinal Ratzinger ein Mensch war, auch der letztlich von Hegel geprägt ist und der dialektisch dachte. Das geht, glaube ich, aus seinem ganzen Schrifttum völlig klar hervor, wenn man das mal studiert hat.
Wir können hoffen, dass diese negativen Seiten da sich eben im Pontifikat jetzt nicht durchsetzen. Es gibt kleine Hoffnungen vielleicht, aber man soll sie auch nicht zu hoch schrauben, glaube ich, so könnte man wahrscheinlich sagen. Herr Glichtenberg, Sie hatten einen Fall. Herr Glichtenberger, wenn ich mich recht informiert habe, ist die Liturgie-Konstitution die einzige Konstitution oder vielleicht auch der einzige Konstitutionstext überhaupt, der einen Anhang hat, einen Appendix. Dieser Appendix betrifft die geltende Zeitordnung, also die Wochenstruktur und dass der Wochen des Sonntages gewahrt sein soll. Aber der Appendix lässt zu, dass eventuell die Terminierung des Osterfestes geändert werden kann. Wie ist zu verstehen, dass man diese Möglichkeit, die man dort eröffnet hat, als Appendix in den Text, an den Text angefügt hat? Ist daraus zu schließen, dass es eine innerkirchliche Reserve gegenüber diesen Plänen gibt, oder wie ist das zu deuten? Ich glaube, das sind eher Ausführungsbestimmungen in einem gewissen Umfang, nicht? Das ist also wie mit der Schaffung dann des Konziliums, nicht dieser Kommission, die nachher die neue Liturgie erarbeitet hat, nicht wahr? Die heutige neue Messe, nicht? Also das war ebenfalls ein Auftrag des Konzils, jetzt das, was im Konzil als Prinzip dargelegt wird, das jetzt konkret umzugestalten, umzusetzen, ja? Also und so ähnlich würde ich das also mit diesem Appendix sehen, nicht, dass das also Möglichkeiten sind, nicht wahr, die eröffnet werden und die man also je nachdem auch ergreifen kann oder nicht ergreifen kann. Auf jeden Fall war das sicher bereits ein ökumenischer Gedanke, nicht wahr, der hier mitgeschwungen hat, nicht wahr, sich mit dem Ostertermin, nicht wahr, mit den Orthodoxen zu einigen. Da bin ich ganz überzeugt davon. Und das hat ja dann auch der jetzige der verstorbene Papst Johannes Paul irgendwo dann also den Wunsch geäußert, nicht, dass man da mit den Orthodoxen sich vielleicht einigen könnte und einigen sollte, nicht, was den Ostertermin anbetrifft. Also ich glaube, hier sind Türen aufgemacht worden, die sehr gefährlich sein können. Sehr gefährlich. Bitte. Das Konzil kann man so in drei Teile einteilen. Man kann Texte so akzeptieren, wie sie sind. Und dann gibt es Texte, die müssen überarbeitet werden und Texte, die sind... Die kann man einfach nur verwerfen. Jetzt ist meine Frage, jetzt mal positiv gedacht, hat das Konzil überhaupt irgendeine Frucht auch gebracht? Also zum Beispiel in den Texten, die nicht verworfen werden, oder könnte man es komplett ja, nichtig sehen und sagen, der Kirche fehlt dann nichts? Oder gibt es irgendwo noch überhaupt was Positives im Konzil? Und wenn nicht, dann müsste man wirklich gar nichts mehr aufarbeiten, denke ich, weil wozu braucht die Kirche das? Oder gibt es irgendwas Fruchtbares? Darauf würde ich also folgendermaßen antworten. Ich glaube, man muss zwischen den Konzilstexten und dem Konzilsgeist unterscheiden. Der Konzilsgeist ist völlig verwerflich, nicht wahr, und muss mit Stumpf und Stiel aus der Kirche ausgefegt werden. Ja, erstens. Zweitens, die Texte selber, nicht wahr, die kann man also zweifellos einteilen in diese drei Kategorien, aber ich habe vorher schon gesagt, also je mehr man sich mit der Sache beschäftigt, umso mehr merkt man, wie überall ein schlechter Geist am Werke war. Und das also, ich sehe es fast nicht mehr, wie man überhaupt etwas retten kann vom Konzil. Nicht? Also das dann, was die Früchte anbetrifft, nicht? Die treibenden Kräfte und die bestimmenden Kräfte der seit dem Zweiten Vatikanum sind natürlich diejenigen, die sich dauernd auf den Konzilsgeist berufen. Nicht wahr? Und die haben also das große Sagen gehabt und haben auch ihre Meinungen hier durchgesetzt. Und insofern sind das natürlich alles zerstörerische Arbeiten gewesen, die hier unternommen worden sind. Und es sind, wie gesagt, es sind einige sehr schöne Aussagen im Konzil drin, also zum Beispiel über den Priester, nicht, dass das die Angleichung an das hohe Priestertum Jesu Christi ist, nicht, das ist ein Text, der hier in einem einzigen Satz drin ist, nicht, das ist erfreulich, nicht, aber dann, wenn man also zum Beispiel den Priester sich wiederum ansieht, wie ihn dann im gleichen Dekret das Konzil definiert, ich werde definiert nicht als derjenige, der das Evangelium zu verkünden hat, das ist die erste Aufgabe, aber das ist falsch, nicht, das ist protestantische Anleihe, ist das. Dann wird also das Amtspriestertum abgeleitet vom allgemeinen Priestertum der Laien. Das erste, was aufgezählt wird, ist das allgemeine Priestertum der Laien und sagt das Konzil. Aber dann braucht es auch Leute, die also besonders hier vorstehen, nicht wahr? Und das sind dann die Amtspriester. Das heißt, das wächst aus der Basis hervor, nicht wahr? Das ist eine völlige Akzentverschiebung. Und diese Akzentverschiebung findet man fast durchgehend.
Und insofern sehe ich also, aufrichtig gesagt, sehe ich kaum mehr, also wie man das Konzil retten könnte. Also bitte, ich würde mich gern also mit einer Kommission zusammensetzen und also hier an einer Revision des Konzils arbeiten. Aber ich weiß nicht, ob man da überhaupt jemals auf einen grünen Zweig käme. Ich fürchte nein. Das ist ja vor allen Dingen das, was eigentlich das Konzil vielleicht hätte leisten können, ja in keiner Weise geschafft worden. Also es ist gar keine Frage, soweit ich es jedenfalls als Bub damals erlebt habe, dass die Liturgie der römischen Kirche schon in einem gewissen Maße, ich will nicht direkt sagen runtergekommen war, aber sie wurde jedenfalls nicht oder meistens nicht abgesehen von Klöstern und Kathedralkirchen so gefeiert, wie das üblich sein müsste. Ich darf da wirklich auch mal an die Priesterbruderschaft ein herzliches Dankeschön aussprechen und auch ein großes Lob. Leute, die zu uns kommen und noch die alte Liturgie kennengelernt haben, ich denke an Dr. Hagen, meinen verehrten Lehrer und Kollegen, der das bei uns erlebt hat, nicht wahr? Der hat gesagt, ich habe noch niemals die traditionelle lateinische Liturgie so würdig, so schön wie bei Ihnen gefeiert gefunden. Da ist also offenbar etwas nicht in Ordnung gewesen vorher, das muss man sagen. Die Liebe war nicht groß genug dazu, sonst hätte man das ja nicht alles so über Bord geworfen. Und zwar, da hätte das Konzil was machen müssen. Also ich wehre mich dagegen, wer mich kennt, weiß das, wenn mir vorgeworfen wird, auch von Studenten, der will vorkonziliare Zustände haben. Das würde ich für mich nicht akzeptieren. Da ist einiges nicht in Ordnung gewesen, aber gerade das, was hätte geändert werden müssen, ist in keiner Weise geschaffen worden. Man hätte vielleicht hier und da zum Beispiel etwas mehr Liebe zur Heiligen Schrift, zur Lektüre der Heiligen Schrift bieten müssen. Wo ist das denn passiert? Nicht wahr? Bei uns passiert das. Mir hat der Bruder unseres Priors in Bonn immer wieder gesagt, als ich mich anfing, etwas zu interessieren für die Theologie, machen Sie eine tägliche Schriftlesung, versuchen Sie das durchzuhalten. Nicht wahr? Wo wird das denn sonst gemacht? Nicht wahr? Und ein bisschen, der Pater Schmidtberger ist mir hoffentlich nicht böse, wenn ich das sage, hat es vielleicht früher eine falsche Haltung mancher Kleriker gegeben. Das, was man Offizialismus, Klerikalismus nennt, nicht wahr? Das ist ja von Kainer Menning sehr schön, auch man muss nicht einen Rosmini nennen, das ist vielleicht schlechten Namen, aber Kainer Menning im 19. Jahrhundert auch getadelt worden. Wo ist das besser geworden? Der Klerikalismus ist schlimmer geworden. Denn heute ist der Klerikalismus gepaart mit dem Subjektivismus des einzelnen Priesters. Während bei uns vielleicht, wo Reste vorhanden sind, das immer in einer objektiven Ordnung sich orientiert, nicht wahr, ist das hier am Subjektivismus ausgerichtet. Das ist ja noch viel schlimmer. Also es gab bestimmt Dinge, die hätten verbessert werden können, aber ich wüsste nichts direkt hier zu nennen, wo etwas da verbessert worden ist. Frau Dr. Marx, ja nicht mehr. Ich weiß, es ist ja wohl so, wenn in solchen theologischen Texten nur noch etwas falsch ist, dann ist es ja nicht mehr die Wahrheit. Also auch wenn jetzt 99% katholisch wäre und ein Satz völlig falsch, also dann müsste man ja diese Texte jeweils auch wirklich bewerten. Und so wie Sie das jetzt dargestellt haben, ich finde es so erstaunlich, ich glaube, dass das doch eine Minderheit war, die diese Revolution geschafft haben beim Konzil. Und es hört sich nur so an, die haben nicht nach der Wahrheit gesucht, das Konzil hat nicht nach der Wahrheit gesucht, sondern nach dem, was die Protestanten wollen, was die Protestanten denken. Das war die ständige Intention vieler Handlungen oder Niederlegungen. Und man hat das Gefühl, es war nur der Kardinal Acciaiuoli, der da immer wieder eingeschritten ist. Ich glaube aber, dass es sehr, sehr viele, doch noch wirklich katholische Kardinäle gab, die müssen doch diese schwerwiegenden Fehler auch erkannt haben. Wie ist das möglich? Das ist so ein Eindruck. Also darauf antworte ich Ihnen mit einer Erklärung des Erzbischofs, Erzbischof Lefebvre. Er hat gesagt, auf dem Konzil, da waren also die Rheinische Allianz, meinetwegen ungefähr 200 organisierte Revolutionäre, nenne ich das jetzt einfach mal. Ja? Da waren dann schließlich und endlich die Leute vom Cetus, Internationales Patrum, das waren also meinetwegen ungefähr gleich viel, weil die dagegen gesteuert haben, die Misere gesehen haben und begriffen haben, allerdings erst nach und nach, ja, während die anderen mit vorgefassten Schemata kamen, nicht, also mit vorgeschafften, meinen geistigen Schemata, nicht im Kopf, nicht mit Arana und diese Leute nicht, die haben also seit langem an dieser Sache gearbeitet, natürlich. Und die anderen, das waren 2500 Konzilsväter meinetwegen, also 2000, die wussten nicht, die haben also auf die anderen geschaut. Und die haben vor allem auf die Konzilspäpste geschaut. Und da die Konzilspäpste normalerweise fast immer auf die Seite, nicht wahr, der anderen gegangen sind, der Revolutionäre, nicht wahr, die sie unterstützt haben, haben die natürlich also auf diese Seite dann, nicht wahr, nach dieser Seite ihr Fähnchen gehängt und so ist das gekommen.
Das war ja auch möglich, das, was der Pater Henrici sehr schön gesagt hat, mittlerweile Weihbischof. Höher ist er noch nicht gekommen, oder? Ist er jetzt mit dir zusammen? Nein, er ist zurückgetreten, aber Weihbischof. Zurückgetreten, aber Weihbischof. Er hat ja ganz klar vorgeführt, nicht wahr, dass also doch die Mehrzahl der Konzilsväter mit diesen Texten der Nouvelle Theologie, der neuen Theologie gar nicht vertraut waren. Die haben das gar nicht richtig verstanden, was da los war. Und es ist ja auch durch die Verteilung auf verschiedene Dokumente, durch die Masse der Dokumente, durch die Zweideutigkeit und so weiter, war das möglich gewesen. Hätten die da sauber gearbeitet, hätten die scholastische Sprache benutzt und so weiter, dann hätte man die nicht täuschen können. Nicht wahr? Wir haben es ja gestern noch bei Dignitatis Humanae gesehen. Da wird das ganz kurz vor Schluss, glaube ich, ist das noch passiert. Nicht? Bei der Abstimmung eingefügt, das widerspreche nicht der traditionellen Lehre, obwohl es genau in Kontradiktion steht in solchen Geschichten. Da waren die halbwegs beruhigt, sobald der Papst eben mit abstimmt auch. Das ist ein ganz entscheidendes Argument. Damals waren die Spanier, die wollten alle, die waren zum großen Teil gegen Dignitatis Humanae. Ja. Und die sind alle umgefallen aufgrund dieser Einfügung. Es stehen, dass die Erklärung steht nicht im Widerspruch zur bisherigen Tradition. Was übrigens auch bedeutet, nach meinem Dafürhalten, ich weiß nicht, das mag man vielleicht anders beurteilen, dass damit keine formale Häresie nachweisbar ist, was bestimmte Leute heute immer wieder machen wollen, nicht wahr? Der Text ist in sich kontradiktorisch, wie soll der formal heretisch sein? Das ist also nicht so einfach, glaube ich. Da ist die Position der Priesterbischof Pius X sehr vernünftig, dass man eben diesen Schritt nicht gegangen ist mit weitreichenden Folgen und so weiter. Ja, müssen wir erst die dran nehmen, die noch sich nicht geäußert hat. Ich weiß nicht, wer jetzt zuerst war. Vielleicht, Herr Spieker? Ich möchte noch mal an das anknüpfen, als Frau Dr. Marx war. Dann sagte ihr mit 99% Wahrheit und 1% Irrtum. Sie haben gestern, Herr Dr. Barth, auch einiges dazu gesagt. Wahrheit als integra causa und falscher Wahrheitsbegriff und so weiter. Durch das Konzil ist ja, soweit ich es begriffen habe, da was ganz Komisches aufgekommen, so als ob wir jetzt alle nach der Wahrheit suchen würden, anstatt in der Wahrheit weiter zu suchen. Ich selbst sehe da bei mir noch Defizite, vielleicht gibt es bei dem einen oder der anderen auch noch Defizite, dass wir alle von diesem kurzen Geist, sag mal, angekränkelt sind. Es wäre ganz schön, wenn Sie dazu noch ein bisschen erläutern würden. Wenn wir uns vorstellen, dass wir jetzt hier in diesem Kreis sind und sagen wir mal mit jemand anderem, der zur sogenannten Amtskirche gehört, ins Gespräch kommt, dann freuen wir uns teilweise und sagen auch, ja, der ist so, der geht so in unsere Richtung. Dann kann man dann auch gerade wieder mit der Wahrheit darüber sprechen. Der hat also sozusagen 75% von uns, der ist er denn ein Richtiger? Oder jetzt muss man nicht sich sehr große Sorgen um den machen. Ist es nicht so, dass man sagen muss, ja, da ist alles, da stimmt es hin und vorne nicht. Die 75% sind eben keine 100%, nicht? Also wäre ganz schön, wenn Sie vielleicht auch hier noch ein paar Erläuterungen machen können. Sehr gerne. Tatsächlich wird ja behauptet im Konzil, dass wir gemeinsam auf der Suche nach der Wahrheit sind. Also ganz besonders deutlich ist das zum Beispiel in Gaudium et Spes 16, das Expressis Verbis dort formuliert. Und da müsste man natürlich zunächst mal differenzieren, dass der einzelne Mensch, der zum Beispiel auf dem Weg zur katholischen Kirche ist, sich noch auf der Suche nach der Wahrheit befindet, das mag ja richtig sein. Dass vielleicht auch in den ersten Stadien, wo er dann schon zur Kirche neigt, das noch gilt, das mag richtig sein. Aber hier wird ja viel mehr behauptet. Hier wird ja eigentlich behauptet, dass die katholische Kirche die Fülle der Heilswahrheit vom Herrn bekommen hat, sich auf der Suche nach der Wahrheit befindet. Und das ist einfach falsch, nicht wahr? Die Kirche hat nicht aufgrund eigener Vollmacht der Menschen, sondern als großes Geschenk Gottes, des Heilandes, diese Wahrheit bekommen. Sie sucht nicht mit anderen zusammen nach der Wahrheit. Und da liegt also der ganz katastrophale Fehler. Und das hat ja sehr starke Früchte getragen. Wenn ich ihn kurz mal eben zitieren darf, ich habe das hier dabei, wozu das dann führt. Ich war bei Schmidberger, das ja auch angedeutet, die gegenseitige Bereicherung dann der verschiedenen Konfessionen zum Beispiel, die im Konzil schon erwähnt wird. Und da haben wir dann also ein Endstadium, jetzt muss ich es leider sagen, keine Ratzingerkirche, Ökumene und Politik, 1987, ich zitiere, war es für die katholische Kirche in Deutschland und darüber hinaus nicht in vieler Hinsicht gut, dass es neben ihr den Protestantismus mit seiner Liberalität und mit seiner Frömmigkeit, mit seinen Zerrissenheiten und mit seinem hohen geistigen Anspruch gegeben hat. Nämlich als Korrektiv zur katholischen Kirche. Und wenn Sie es noch doller haben wollen, dann können Sie es also hören aus dem Mund von Kainer Lustiger, ehemaligen Erzbischof von Paris. Ich war, der hat am 6.5.95 gesagt,
dass für den Aufbau Europas die Einheit der Christen Bedingung sei. Deshalb müsse die Gemeinschaft unter den Bruchstücken der Kirche, meine Damen und Herren, Sie hören richtig, unter den Bruchstücken der Kirche wiederhergestellt werden, zu Byzanz und Rom, den Kirchen der Reformation, der anglikanischen und der katholischen Kirche. Und da sehen Sie also, dass sie die katholische Kirche offenbar nach dieser Vorstellung eben die Wahrheit nicht hat. Ich war Reifer nicht vollständig, und der war natürlich logischerweise mit den anderen auch zusammen suchen kann. Und da haben wir leider eben Ansätze in zwei Vatikanen. Bei Schmidtberger hat einen genannt. Ich habe eben noch auf Gaudium et Spes 16 hingewiesen. Und das sind katastrophale Dinge. Das muss man trennen von dem einzelnen Menschen, der möglicherweise noch auf der Suche nach der Wahrheit ist. Und Sie haben das Heil da angesprochen. Das ist natürlich eine sehr schwierige Sache. Ich habe es ja gestern angedeutet. Diese Entscheidung von Boston finde ich immer noch sehr, sehr wichtig dort. Nicht wahr? Dass jemand, der also wirklich schuldlos nicht Christus und die Kirche kennengelernt hat, aber mit der Gnade, die Gott ihm individuell zuteilt, im Rahmen einer perfekter Caritas, einer vollendeten Liebe, so gut er es eben vermag, und mit einem übernatürlichen Glauben, der fides supernaturales, dann gerettet werden kann. Aber man muss zugleich immer sagen, dieses Dokument betont das, dass es eine ungleich ungünstige Lage ist, als wenn jemand in der katholischen Kirche die ganzen Heilsinstitutionen genießt, nicht weil die Sakramente fallen. Das muss unbedingt dazukommen. Das wird oft vernachlässigt. Das vielleicht so weiter drauf. Nachfragen? Ich hatte schon noch ein bisschen mehr gemeint auf Leute, die direkt in der katholischen Kirche sind. Ich kann einfach mal einen Namen nennen. Professor Klaus Berger beispielsweise, ohne den jetzt speziell unbedingt anführen zu wollen, der ja manches sagt, was sehr so als in unsere Richtung gehen klingt. Aber meine Frage, ob man sich nicht doch Gedanken machen muss, speziell vor dem Hintergrund dessen, was Sie gestern sagten, aditistische Denkmethode, also die Wahrheit, die dann definiert wird als aditistisch und sonst wie und eben nicht als, wie Sie sagten, integra causa. Ne? Ja, was Klaus Berger angeht, also er hat immer mehr und mehr eine Nähe zu uns entwickelt. Das scheint mir deutlich zu sein. Er ist, glaube ich, sogar bereit bei uns. Der Pater Dr. Jackowski kann da etwas vielleicht zu sagen. Spricht er nicht sogar in Berlin mal oder hat schon gesprochen? Er hat bereits gesprochen. Trotzdem erlaube ich es mir hier, ihn zu kritisieren, also vor allen Dingen mit einer Autorität, die wirklich in diesem Fall die Sachen richtig gesehen hat. Ulrich Wilkens, der bedeutende protestantische Theologe konservativer Prägung, hat ihm, ich glaube, zu Recht vorgeworfen, er hat keinen soliden Offenbarungsbegriff. Das könnte ich Ihnen festmachen daran, dass er praktisch gleichberechtigt apokryphe Texte des Neuen Testamentes als wichtige Quellen für die Kirche darlegt, ohne sie abzusetzen, was die Inspiration angeht von den wirklich authentischen Texten der Offenbarung. Das ist also ein großes Problem. Und der hat auch immer auch sehr merkwürdige Gedanken. Er hat neulich in der FAZ etwas geschrieben, nicht wahr, wo er dann sagte, also die Einheit der Kirche stelle sich dann so vor, dass da die Protestanten irgendwie doch mehr oder minder ihre eigene Sache weitermachen dürfen. Das gehe dann letztlich also auch innerhalb dieser Teilkirche bis zur Bestimmung von Pfarrerinnen, also von weiblichem Priestertum in Anführungsstrichen. Die dürften dann zwar nicht in der anderen Teilkirche der römisch-katholischen wirken, aber irgendwie könnte man da zusammenkommen. Ein ziemlich skandalöser Artikel, ich weiß nicht, ob Sie ihn gelesen haben. Also ich sage es mal ganz klar, was diesen Leuten meines Erachtens alles grundsätzlich fehlt. Das ist ein klares Denken, ein klares scholastisches Denken. Und ich denke, die Pius-Bruderschaft mit all ihrer Schwäche und vielleicht nicht so herausragenden Geistern, die wir in den Seminaren haben, wir hätten sicherlich gern da hochstehende Universitätsprofessoren und so weiter, eins machen die absolut richtig. Das ist einmal, dass diese Lehrakten der Päpste erstmal vorgeführt werden und dass die scholastische Methode geübt wird. Denn da lernen sie Denken mit. Das ist ein ganz großes Problem, nicht wahr? Der verstorbene Papst hat in seinem letzten Buch Erinnerung und Einsicht etwas ganz Merkwürdiges geschrieben. Er sagt dort klar, wie er es nie formuliert hat vorher, dass wir zurückkehren müssen, nicht nur in der Theologie, sondern auch in der Philosophie. Das ist nämlich ganz wichtig, nicht wahr? Zur Methode des heiligen Thomas von Aquin. Sonst sei die ganze Moral nicht zu sichern. Er kommt ja immer von der Moral her. Das hat er gesagt. Ich kann Ihnen das zeigen. Ich habe es übrigens auch veröffentlicht, wenn Sie das Lesen, da komme ich vielleicht auf diese Weise noch kurz zu unserem Umschau-Exemplar. Es sind noch ein paar Ältere da mit meinem Beitrag da zum verstorbenen Papst. Sie dürfen sich das mitnehmen. Bitte bedienen Sie sich. Da sind genug noch vorhanden. Und ebenso betrifft das die neue Umschau. Das darf alles umsonst mitgenommen werden, gerade diejenigen, die das noch nicht kennen. So, jetzt hat aber sich da hinten jemand schon gemeldet. Ja, bitteschön. Also wenn das zweite Vatikanische Konzil, also mit so Anführungsstrichen nichts dauert, wenn so, oder es ist nicht gut verlaufen und es hat ganz große Schwächen.
da frage ich, ja, so einfach jetzt degradieren, können wir das denn? Und das geht auch nicht so schnell. Wo, wenn, fängt man überhaupt an, da zu reformieren oder wieder auf die Tradition zurückzukommen? Wo hat man da einen Ansatz? Ich glaube, ein Ansatz besteht bereits darin, dass also gewisse Bischöfe bezüglich gewisser Dekrete des Konzils anfangen, Abstriche zu machen. Mir hat der Bischof dieser Diözese, Kardinal Meissner, persönlich gesagt, naja, also Gaudium et Spes, das ist ja nun ein Dekret, das inzwischen veraltet ist. Das ist nicht mehr, dem fehlt es völlig an der Kreuzestheologie, dem fehlt es an der Klarheit, nicht wahr? Hat also sehr große Abstriche gemacht in Bezug auf Gaudium et Spes. Also das beginnt hier und dort, nicht wahr, zu dämmern, dass da nicht alles so koscher ist im Konzil. Und ich meine, das ist natürlich ein geistiger Prozess, verstehen Sie? Und ich glaube, dass diese Akademie hier mit ein Element sein kann in diesem geistigen Prozess, nicht, dass hier eine Diskussion entfacht wird, eben gerade über den Wert des Konzils. Also das muss, ich glaube, auf allen Ebenen geführt werden, die Diskussion. Nicht? Mir sagte ein Kardinal vor kurzem in Rom, in einer Diskussion, sagte er mir, aber der Heilige Geist hat doch wohl nicht geschlafen während des Zweiten Vatikanischen Konzils, nicht wahr? Da bin ich etwas stumm geblieben, sagte er. Sie glauben das wahrscheinlich nicht, nicht wahr? Und ich sagte, naja, also auf jeden Fall waren die Feinde sehr aktiv, nicht wahr? Ich habe das nicht näher präzisiert, nicht wahr? Aber also, ich meine, damit ist bereits irgendwo ein gewisser Kratzer, nicht wahr, angesetzt mal, und das muss also fortgesetzt werden. Das ist eine geistige Arbeit, die geleistet werden muss. Ja, und Sie sehen natürlich, wie wichtig es ist, dass dieser Widerstand weiter geleistet wird. Tragen Sie auch ein bisschen diese Gedanken in die Priorate hinein. Es kann eine Situation künftig kommen, wo dann weltweit die Messe freigegeben wird und viele, ich sage mal, einfachere Gemüter glauben, damit sei alles geleistet. Das ist mitnichten der Fall, nicht wahr? Wir müssen diesen Kampf weiterführen. Mir hat vor Jahren der Kardinal Stiegler in Rom gesagt, natürlich muss das Konzil eines Tages revidiert werden. Wörtlich. Das ist immerhin ein Kardinal und ein sehr kluger Kopf an sich. Ja, bitte, nicht wahr? Also wenn es revidiert werden muss, dann kann es so nicht stehen bleiben. Das ist ein Kardinal der Kurie, der mir das gesagt hat. Bitte schön, Sie hatten sich gemeldet und dann die Dame noch, und dann müssen wir schon Schluss machen. Ja, ich hätte noch einen Kommentar zu Klaus Berger. Also da, das ist mir auch aufgefallen, dass es bei, dass er auch nochmal seine Gedanken irre sind. Ich habe mir vor 4 Jahren sein Buch Im Anfang bei Johannes gekauft. Und da hat er sehr interessante Überlegungen auch zur Datierung des Johannesevangeliums gehabt, dass das vor 70 geschrieben worden sei. Da war er sehr klar, was es zur Verfasserfrage ging, hat er. Der Gang hat da eben sich so rumzuwurschteln. Er hat so implizit ging er davon aus, dass ich ursprünglich keinen Titel gehabt habe. Er hat diese ganze Frage auch mit dem Titel, mit dem, es heißt ja Johannes-Evangelium, überhaupt nicht behandelt. Und dann an einer Stelle, ich glaube, es war mich erinnern, Leute, das war ein Philippus, der Delegiert von Philippus hat es geschrieben, und irgendwie da kann ich ihm eigentlich nicht mehr folgen. Also einerseits versucht er sich von diesen modernistischen Irrtümern zu emanzipieren, sie versucht sie zu verlassen, aber gleichzeitig sieht man doch, dass er sehr stark von diesem Denken auch sehr beeinflusst ist. Also deswegen hat mich auch gewundert, als ich vor einem Jahr irgendwie so gehört habe, dass er plötzlich gegen Vorträge gegen die Kommunen zu halten, weil ich habe mir ihn immer als einen gemäßigten Modernisten eingeschätzt, deswegen auch wegen dieses Buches eingeschätzt, der zwar jetzt nicht so wie Küng jetzt irgendwie so borniert ist, mit dem man vielleicht noch gerade reden kann, aber der immer noch in dieses Gedankensystem eingearbeitet ist. Ich meine, trotzdem wird er natürlich unglaublich angegriffen von den Ultraprogressisten in der Exegese heute. Aber bestimmte Sachen will er einfach nicht verstehen. Ich habe mit ihm mal korrespondiert über die Frage des Bestehens des Menschen aus Leib und Seele. Das ist in Sapientia 9 im Alten Testament ganz klar ausgedrückt. Das ist in Matthäus 10 vollkommen klar offenbart, nicht wahr? Das will er einfach nicht akzeptieren. Ich würde aber sagen, hauen wir vielleicht auf ihm nicht so sehr rum, beten wir dafür, dass er diese Schwächen ablehnt. Denn er hat manche gute Ansätze. Und vielleicht gewinnen wir einen mal kompetenten Verbündeten damit. Beten wir für ihn. Bitte. Ich habe vor Jahren schon in Mainz einen Vortrag gehört. Das heißt, es wurde ein indischer Bischof eingeladen, der einen Vortrag halten soll über Martin Luther. Und bevor er anfing mit seiner Rede, hat unser Prälat, der damals auch Hausherr des Bildungshauses war, gesagt,
dass Martin Luther der größte Theologe aller Zeiten gewesen sei. Er sei sein bester Freund. Und er wäre überfällig, heilig gesprochen zu werden. Ich saß in der zweiten Reihe und habe gesagt, Herr Gelage, ich habe mal genannt den Namen, ich halte den Kopf nicht auf, dass ich sowas sagen. Ja, ich bin Protestant gewesen, bin konvertiert, schon als Kind. Ich habe gesagt, ich halte den Kopf nicht aus, was Sie da sagen. Kann ich da eine Erlebnis noch beisteuern? Noch hinzu, die Exkommunikation. Luther war in der Exkommunikation gelebt. Wie kann dann das möglich sein, er kann dann nicht wieder... Das habe ich nicht verstanden. Ja gut, Exkommunikation ist natürlich teilweise dann auch zurückgenommen worden. Das ist vielleicht nicht die entscheidende Kritik. Aber es ist vollkommen klar, wir haben ja genug davon gehört, dass das eben nicht richtig ist. Aber das ist leider schon vor dem Konzil üblich gewesen. Ich erinnere mich daran, dass einer unserer Kapläne in der Gemeinde, der andere wäre noch sehr gut, dem ich viel zu verdanken. Aber der andere wurde bei uns eingeladen zu Hause und meine Mutter, die nun Protestantin ist, war begeistert davon, dass der genau dasselbe gesagt hat. Das war im Jahr 1959 bereits. Hat solche Dinge bereits gegeben. Ja, eine Frage können wir doch noch zulassen. Vielleicht jemand, der sich noch nicht gemeldet hatte, dann müssen wir langsam Schluss machen. Ja, bitte, Herr Ball. Ich wollte einiges klären mit Professor Berger. Also wir haben Professor Berger eingeladen nach Berlin ins Plural, seinen Vortrag über die Dämonen. Und er hat also beschrieben, also ausgelegt, direkt aus dem Neuen Testament über die Teufelsaustreibung und Jesu und alles. War wunderschön. Auf dem Hintergrund der modernistischen Theologie, die ja die Existenz des Teufels und der Austreibung Jesu und so weiter ja leugnen. Also wenn er als exegetisch spricht, nur im Rahmen von neutestamentlichen Texten, ist er wunderschön, kann man ihn akzeptieren. Sobald er aber positive Aussagen macht über den Kirchenbegriff oder positiv dogmatische Aussagen, wird es sehr, sehr problematisch bei ihm. Gut bei ihm ist zum Beispiel auch die Ökumene-Kritik. Also er kritisiert den ganzen Ökumenismus heute und sagt, das ist alles gescheitert. Das ist ein Ökumenismus, der wurde am runden Tisch produziert und er sagt, wahre Ökumene muss erbetet und errungen werden. Das ist insofern gut, aber sobald er einen positiven Kirchenbegriff entwirft, dann wird das fatal heretisch. Trotzdem meine ich, sollten wir schauen, dass eben bestimmte Leute, die nur unser Teilverbündeten sind, insofern bin ich sehr glücklich darüber gewesen, bei Dr. Jaskowski, dass Sie da ihn eingeladen haben, bei allem, was uns da noch trennt, das sind Leute mit großem Namen und großer Breitenwirkung. Und wir müssen natürlich sehen, dass die nicht irgendwelche Irrtümer bei uns hineintragen, das ist vollkommen klar. Da sind die Priester ja da, da sind Laien, die sich auch wehren können vor Ort, die da helfen können. Da eine, ich würde mal sagen, Hardliner-Position zu vertreten, der ist nicht ganz katholisch, also hat der bei uns nichts zu sagen, das würde ich für ganz falsch halten. Ich könnte Ihnen eine ganze Reihe von Leuten nennen, die unglaublich viel machen. Denken Sie an einen Martin Mosebach, der uns zweifellos sehr viel näher steht als Klaus Berger. Auch bei ihm kann man manches diskutieren, nicht wahr? Hat vielleicht eine allzu große Liebe zur Orthodoxie. Aber was dieser Mann, der Martin Mosebach, durch seine Schriften, durch sein Wirken in der FAZ zum Beispiel, an Geist, an Klima geschaffen hat für die überlieferte Messe, das soll man nicht unterschätzen, meine Damen und Herren. Und wir leben auch ein bisschen mit davon, denn wir wollen in die Kirche hineinwirken als ein Glied und wohl eines der letzten gesunden Glieder dieser Kirche, nicht wahr? Das müssen wir immer vor Augen haben. Sich irgendeine Schmollecke zurückzuziehen, das wäre das Schlimmste, was wir tun können.